Grüß Gott, ihr lieben Leute. Wir erzählen euch von einer bitterarmen Zeit. Vor 100 Jahren im alten Kaiserreich waren die Menschen bei Gott nicht alle gleich. Die Ärmsten davon waren die alten Knechte, die Einleger, die hat keiner gern gemächt. Als Kostgeher waren sie nicht grad verwöhnt und bei den Bauern als Umtreiber verböhnt. Ohne feste Bleibe sind sie von Hof zu Hof gezogen und haben all ihre Hauptsächlichkeiten mit sich getragen. Obwohl, zeitlebens haben sie gerackert und geschafft und waren den Bauern eine billige Arbeitskraft. Keine Pension hat es für diese Leute damals gegeben, drum war die Angst vorm Alter stets zugegen. Vor allem im Winter war es los besonders hart, so mancher hat nur auf ein Stallplatzl gewartet. Mit der warmen Suppen und der Strozen liegen, waren die meisten der Einleger hochauf zufrieden. Und jetzt, liebes Publikum, liebe Leute, taucht's ein in einer längst vergangenen, harten Zeit. Ich hoffe, es wird uns dabei kein Klingelton stören, weil Handys tun in die Zeit nicht einkehren. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen Gottes Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schönen guten Morgen. Ach, was für ein schöner Tag ist heute. Wie in Bilderburg. Ist alles recht am Hof, Bertl? Jo, Bauer. Ich habe immer ein ungutes Gefühl, weil ich mich nicht selber um alles kümmern kann. Der Bärten macht schon alles recht und gut, Vater. Wo geht's denn hin, Gabi? Ja, am Müll springen Katzen. Was? So viel Müll für eine Katzel, was soll denn das? Ja, es ist halt durstig. Ist aber ganz schön groß geworden, das Katzel. Stürb ist schon. Ich habe ihn aufgenommen, aber ich weiß, ich hätte vorher fragen sollen. Hab er einsehen, Vater, war doch immer anständig, der Annerl. Hab er einsehen. Du alter Nächstlutz, du! Auf der Stall gehst zum Schnurr und verschwind! Ich bin die Vater Kratzin, nur nicht zum Schnurr, nur nicht zum Schnurr. Und er geht in Holz raus. Ich bin die Vater Kratzin, nur nicht zum Schnurr, nur nicht zum Schnurr. Weißt was? Wenn ich vom Hochamt zurückkomme, will ich den immer sehen auf meinen Hof. Ich hab geredet.
Zitter so einen Schlaf eingespült. Mein Gott. Mein Zitter, der ist ja mehr als 50 Jahre bei mir. Boah, da muss wie die Jungfrau. Da war ich stark. Raus wie der Dienstag. Kriegen wie der Buchsbahn. Und heute bin ich alt und schwach. Heute gehe ich zusammen wie der Tiere zwischen. Meine Hose sind weiß. Letzte Zeit sind sie mal ausgegangen. Auch noch. Aber singen. Singen tue ich noch so gern, als wie wenn ich jung war. Ich geh bergauf und toll ein. Mein Hob, mein Gut, in mein Buckelkorb drinnen. Mir dankt niemand, mir pfiert niemand, kein Mensch denkt an mich. Aha Null, aha Null, as Nuller bin ich. A Null, aha Null, as Nuller bin ich. Wer schreit denn so? Ah,
der Staufel. Der hat auch, der muss aber so laut sein. Ich war Erdbeersuchen. Oh, Fräule, jetzt hat er dich aufgeweckt, gell? Was schreist denn so wie ein Ohr? Erdbeer hab ich brauchen wollen. Au! Ach, ist ruhig vor den Gabel. Um Gottes Willen! Schreck dir den Gabel. Dein Staufel, dein Geschicht schon nix. Der ist jetzt unter Stoßen stumm. Aber Adel, der ist ja runtergefallen. Ja, aber nicht weit, Gabel, nicht weit. Und außerdem musst du denken, du, der hat einen Schädel wie ein Stein an der Brunnen drauf. Da kannst du ruhiger drum raushauen. Das Wasser hat noch alle Wald drin. Ich hab Angst, kannst nicht den Bärtl rufen, er soll ihm entgegengehen. Ja, du, das wollen wir gleich haben. Das wollen wir gleich haben, warte mal. Was? Das ist ein Bärtl sein Zeichen. Auf das hin kommt er dich schneller, als wie wenn du zum Essen hast. Ja, wieso denn das? Ja, weiß, Gabi. Wie deine Krankheit oder weil schlechter geworden ist, da hat der Bärtl zu mir gesagt, wenn dir was fällt und du was willst oder was brauchst, ich soll ihn rufen. So schnell das geht, er wird allemal kommen. Das ist ein guter Mensch, der Bärtl. Der hat viel für mich in meiner Krankheit an. Mei, wie oft ist denn der mitten in der Nacht auf, über den Berg, um mich zum Doktor oder in die Apotheke gegangen? Du, ich sag dir, wenn der von dir hier krank sein können, der Bärtl, du, der hätte sich da längst noch niedergelegt. Und war liegen blieben, solange es war notwendig gewesen. Wie es auch noch. Und ich hab Albert so unfreundlich behandelt. Ach, das macht nichts, Gabi. Das macht nichts. Und Anna, dir hab ich auch viel zum Verdanken. Ja, mit dem Verdanken reden, Gabi. Denk doch lieber ans Gesundwerden. Ich bin dir froh, dass ich bei dir da sitzen kann. Schau, arbeiten kann ich auch nicht mehr viel. Zueinander gehen wie man schon schwer. Und da ist man froh, wenn man wo ein ruhiges Platz zum Sitzen und ein wenig, wenn es in die Schrien hat. Aber Annel, ich weiß schon, dass du dich voll um mich gesorgt und gekümmert hast. Du, und das wundert dich. Du, ich sag dir, du bist gerade so gut wie dein Großtant. Die alte Mom, die du nicht mehr kennt hast. Weißt, wenn ich dir so anschaue, du hast ganz ihr liebes Gesicht. Du, das liebe Dumme, mein Gott, du, den lieben Augen und dir gutes Herz. Du weißt ja gar nicht, Gabi, wie mir da ist, wenn ich da sitze und dir so anschaue. Da gehen meine Gedanken um 50 Jahre zurück. Und mir ist völlig so, ich sehe den von mir, der mir einmal das Liebste auf der Welt gewesen ist. Oh, armer Angel. Schau, Gabel. Mir kommt's gerade so viel, unser Leben ist wie ein tiefer Brunnen. Und wir zwei sind in den Brunnen in die Wasserrempe. Und zwei so Wasserrempe, die gehören zusammen. Und die geht mit anderen seinen Weg. Aber nur mit den einen Unterschied. Du bist jung und gehst auf die Herd. Und ich bin alt und ich gehe zum Boden. Und die Zier, dass ich die sicher und schnell aufbringe, die Liebsten, meine liebe Gabi. Und wenn eben oft da oben der liebe Herrgott seine Augengläser aufsetzt und oberschaut auf unser lustes Jammertal, du, oft sieht er mit Knien und Beten, dass der Brunkheiten ja nicht an der Ohr reißt, bevor ich die ganz, ganz oben habe in der Liebsten. Und oft, mein lieber Gabi, oft wird sich der alte Annerl gerne hinten niederlegen in der Fenstertiefen zum langen, langen Schlaf. Gewiss auch noch. Geh Annerl. Hörst du, Staufel? Ich hab das schon gesagt, dein Geschicht schon nichts, du. Ein jetzt Kind hat seinen Schutzengel. Und so ein Hohlgaukler wie der Staufel, der hatte gleich zwei auf seiner Seite. Du! Als Dritter wird wahrscheinlich der Bärtl kein sein und der hat mir auf die Fies geholfen.
Schnurrbauer bist, sind alle Dienstleute für dich gemacht worden? Du bist mir Scherne eigen schlecht, auf das ich mich über dich ärgern darf. Ja, aber zum Abwuseln und Lieben war ich gerade recht gewesen. Du schlechter Aladri, du. Schnurrbauer, Schnurrbauer, scheiß sein. Sie sind nur ein schwaches Weibsbild, gewiss auch noch. Wenn ich dich schon sehe, du alter Lump, du, da steigt mir schon die Gol auf. Ein einziges weißes Haar vom anderen ist mehr wert wie du, Schnur, damit samt dein Hof und alle Schulden, die du drauf hast. Anderl hat er dich wohl nicht weh da. Ach, wo heden. Das haben wir einander gestoßen, weil das bin ich alles schon geweint. Das tut mir nichts mehr. Hey, Gabi. Servus, Gabi. Ja, sag einmal, wie geht's denn dir denn allemal so? Dank der Nachfrage. Du, warum ich da bin? Ich wollte am Vater sprechen, wo ist er? Der ist nichts daheim, der ist beim Hochamt. Weißt, weil das Warten, das dauert mir zu lang. Ich wollte mit dem reden, mein der Angler. Paul, ich brauch einmal eine Frau jetzt. Wenn die Gretel dem Schnurrer so gut gefällt, dass er sich von ihr sogar eine Schaufel auf den Kopf setzen lässt, dann hat er ja sein Bayerisch bei der Hand und braucht meine Schwester nicht. Ja, das mit der Gretel, das ist ja nur ein Spaß gewesen. Aber hast du ein bisschen Spaß? Der muss halt ab und zu sein. Wegen der Gretel braucht sich der Schnurrer bei mir nicht rechtfertigen. Aber den alten anderen stoßen, das ist ein Spaß, der mir gar nicht gefallen kann. Ja, ich schau mal jetzt, dass ich zum Vater komme. Also, viel Gesundheit noch. Boah, der wird schauen, wenn er den vierten Klut ja beim Vater den anfängt. Grüß Gott, alle miteinander. Hey, Stoffel, kannst du dich gleich mal anders die Entlung schauen? Ja, was mein denn? Du bist kein richtiger Bub für mich, ich mag dich nicht mehr. Ja, wieso, Alpha Dreidl? Wieso? Der Schnurr hat mir ein Puzzle geben wollen, jetzt hast du die Antwort auf deine Sau. Ja, ich geb dir auch was, was du willst. Wenn du ein richtiger Bub für mich wärst, dann darfst du nicht zulassen, dass irgendein anderer sich traut, ein Puzzle zu geben. Ich hab sie den Schnurr nicht angeschaffen. Der wird warten, bis du ihm was anschaffst. Der lacht dich aus, wenn du ihm was verbieten willst. Ha, das darf ich den Schnurr aber nicht raten. Dein darf ich auch mal nie beibringen, das sag ich dir. Ja bitte, dann bringen gleich beide deine Manieren da drin, seh? Ja. Ich geh schon. Oh, aber heut geht's nicht. Und warum nicht? Weil heut Sonntag ist. Und die Sonntagsruhe, die geht ja über alles. Ja, weiß, Gretel. Ich bin ein Christ. Ich bin erzogen worden wie ein Christ. Und ich tue und ich handlasse auch wie ein Christ. Ja, ich sehe schon ein. Aber eins sag ich dir. Solange du dem Schnurrer nicht beibringst, dass dein Dirndl kein Puzzle zu geben hat, solange kriegst du auch kein Puzzle mehr. Ob jetzt Sonntag ist oder werktags. Boah. Ja, das sind Sachen. Rein nur zum Ärgern. Aber dein Schnurrer. Dein Schnurrer, den tue ich auch noch mal was an, was den Teufel auch zum Ärgern bringt. Was hat denn da der Stoffel? Erdbeer suchen, war ich. Und dabei hast du einen Ehehahn gefunden? Das sind ich aber nur gefunden. Gesucht habe ich Erdbeeren, so wie es mit der Bauer angeschaffen hat. Ja, sag einmal, wo hast du die Erdbeeren? Erdbeeren? Die habe ich gesucht, aber nicht gefunden. Ach, Frau, Stoffel, du fängst an, aber das, was du nicht suchst. Ja, weißt, weil es mich da oben vor der Nase schon einer weggebracht hat. Aber dein Schnurrer, wenn ich da oben gefunden hätte und ich gewusst hätte, dass der da herunten bei der Gretel ein Puzzle gesucht hat, der hätte von mir was gefunden. Was er sicher nicht gesucht hat. Ihr gehört sich sowas? Ich da oben nichts finden und der da herunten bei der Gretel versuchen, wo er gar nichts zu suchen hat? Und heute nicht Sonntag war,
Dein Daddy was da zahlen. Dann zahlen Daddy denn was? Der Stoffel redet vielleicht einen Sterz zusammen. Da kannst du dich der Speckkranken wählen. Aber ich muss jetzt schauen, wo der Bärtel ist. Weil nicht einmal uns Pfeifen hier sein können. Gabi, weißt schon, was Schnurrer ist gekommen? Ja, ich weiß, der sucht der Bayerin und da weißt du ihm gerade recht. Der. Weißt, der ist mir aber nicht recht. Du, um dem Schnurrer sein Gesicht, das hättest du sehen sollen, wie der Gute zu ihm gesagt hat. Schnurrer, da drüben hast du nichts mehr zu reden. Weil die Angler, die ist mein Braut. Ja, ist das dein Ernst? Ja, wieso nicht? Du, einmal muss es sein. Man kann nicht ewig ledig bleiben. Du willst also echt den Gutja heiraten? Ach, Gabi, schau. Er ist fleißig. Sein Besitz gefällt mir. Und zum Wirtsgeschäft, da habe ich viel mehr Freude als zu einer Bayerin. Und schau erst mal, was ich geschenkt gekriegt habe. Ja, aber Angel, du hast ihn ja nicht gern. Hör mal auf. Du mit deinen Romansachen. Ich war noch nie verliebt und ich werde es auch nicht sein. Mein liebe Anja, die Liebe und der Blitz, die fragen nicht nach wo oder wann uns einschlagen können. Ein Lichtstrahl und es brennt. Ja, das musst du natürlich am besten wissen. Bei dir hat es ja schon eingeschlagen. Du brennst ja nicht allein. Aber was, Gabi? Kannst du dir erinnern, was wir unserem Vater versprechen haben müssen? Mit keinem Knecht was anfangen und keinen Knecht gern haben. Kannst du mir was Schlechtes noch sagen? Ach, nicht mehr, als du feierrot wirst, wenn der Bärtel über den Hof gerannt kommt. Anke, wie kannst du denn so reden? Du weißt genau, dass ich krank bin. Krank? Gabi, deine Krankheit, die sitzt da nur im Herzen. Wenn du nicht gleich gesund wirst, Gabi. Du gehst noch dein Elend entgegen. Du kennst ja unseren Vater! Ich hab nichts zum Fürchten. Gabi, siehst du die Kreuzwand? Gabi, denk doch an die Geschichte. Die sie ihm erzählt haben von der Großtante und null Annerl. Dort oben an der Kreuzwand hat unser Tant ihr Leben wegen der Liebe lassen. Soll denn mit dir das Gleiche passieren? Sei still, Angel, der Vater kommt. Schnurrer, leg's für ungut. Da bist du diesmal spät gekommen. Ja, was nicht ist, das ist halt nicht. Mei, hast du hier was schon gewesen? Na ja, sei pfiat euch. Stoffel! Ja, was gibt's? Das Reh muss heute unbedingt noch zum Jager. Ja. Und wie geht's dir, Gabi? Danke, Vater. Ich meine, es wird schon besser. Ist ja recht. Du, Angler, lass den Gut ja nicht so lange warten, da drinnen. Ja, du recht hast, Vater. Schließlich und endlich kehrst du da schon zu ihm. Ja. So, und ich, da das Reh jetzt zum Jager bringen. Und das an einem Sonntag. Nein. Sag einmal, wo hast du denn das Reh gefangen? Im Wald, in einer Schlinge. Nein, da oben. Auf der Almbahn gegangen? Ja, nicht weit weg von dort. Ich hätte es mir denken müssen. Das Reh. Das Reh. Das Reh, das kommt mir so bekannt vor. Ja, ziehst du am Ende in einer Wirtschaft Reh auf? Noch dazu in einer Schlinge? Das nicht. Aber weißt du, du kommst ja viel aneinander, nicht? Und da sieht man halt schon was, was uns schon seit langem bekannt ist. So, und ich kann das Reh jetzt zum Jager bringen. Heute, an einem Sonntag. Wenn ich noch einmal ein Reh finde, lass ich es liegen. Ja, und vielleicht kommt das Reh noch einmal rein. Wenn das Reh schon seit langem bekannt ist. Du weißt nicht,
Bärtl sind schon alle geflüffelt und ihm weiß, wo er hingegangen ist. Dirndl, komm her zum Zaun, lass darin Eigel schauen, was für eine Farbe das haben, schwarz oder braun. Juhu! Dass der alte Anerl allerweise lustig sein kann. Ja, Bauer, weißt du, wenn ich singen, hören wir sie mit, wenn ich reden, sehen wir sie mit. Das mit ist halt mein alles, ob es lustig oder traurig ist. Oder tief ins Herz reingeht, wie es auch noch. Ja, wenn Brautleute bei ihrem ersten Schritt so einen frohen Menschen begegnen, dann kann das nur ein gutes Vorzeichen sein. Das wollen wir auch noch hoffen. So, Gabi, schau dazu, dass du bald wieder gesund wirst. Und alles andere, Vater Quatzchen, bleibt so, wie wir das ausgemacht haben. Mei Wort, ist wie ein Stein an der Mauer. Dass mein Angler ihren zukünftigen Ehemann mit Liebe und Treue steht, dafür birg ich bei meiner Ehre. Ein braver Vater, ein brave Kinder, darum habe ich bei dir angefragt. Und jetzt für Geld. Für euch! Bertl, wo kommst denn du daher? Warst du im Wald? Gibt's was Neues? Alles gesund und frisch, so wie es sein soll. Ja. Hast du da nicht eine Erdbeeren? Die habe ich am Weg so angefunden, habe ich es mitgenommen. Und hast mir wohl eine Freude damit machen, Bertl? Gern, wenn du es haben willst, nimm's nur. Ich danke dir recht schön. Bertl, du hast sicher gehört, wie ich gestern zum Stoffel was wegen Erdbeersuchen gesagt habe. Da hast du gedacht, der Stoffel ist eh dumm und findet den Korn ja bis gleich selber ausgerückt. Gewiss auch noch. Ja, Bauer, was soll ich sagen? Gar nichts soll ich sagen, schon still sein, mich reinlassen. Agerl, komm raus! Bertl. Ich weiß ja, was du für die Gabi während ihrer Krankheit alles da hast. Agel, komm raus! Alles, was ich für die Gabi da habe, ist gern geschehen, Bauer. Bertl, aber die Gabi hat's immer mit unfreundlichen Worten gedankt. Drum du hast es mir jetzt lieb gemacht und für deinen Hof, auf deinem Dorf gewachsen bist. Na, Bauer, ich hab alles der Gabi jetzt lieb gemacht. Hab mich wer gerufen? Ich hab dich gerufen, Agel. Oh, Sau, du hast mich gerufen. Ich habe ein bisschen geschlafen und da habe ich nicht gewusst. Hat mich der Bauer gerufen oder gar niemand? Aber Mutter, dass du allebei schlafen kannst. Ja, was soll ich denn sonst tun? Ja, Bill, mithelfen da im Hof. Nein, heute ist Sonntag. Und dann habe ich in meinen jungen Jahren gearbeitet nur. Mehr als wie genug. Die schlechtesten Tiersplatz habe ich nehmen müssen, nur damit ich dir bei mir gehalten könnte. Drum ist jetzt in meine alten Tagen schon da von mir arbeiten. Weißt du, Bertl, dein Vater ist ein reicher Bauernsohn gewesen. Und das darf nicht vergessen werden. Der Bertl ist eh fleißig, ist eh ein braver Bursch. Ja, soll er vielleicht nicht brav sein? Alle meine Kinder sind brav. Der Bertl ist zwar mein einziges Kind, aber wenn ich 10 Buben hätte, müssten alle 10 brav sein. Der Bertl. Der Bertl, sein Vater, war ein reicher Bauernsohn. Und das darf nicht übersehen werden. Alte Agerl, der Bertl ist sehr ein braver Bursch, ist mein bester Knecht. Der zu meiner Hof und zu meiner Sache steht wie kein anderer. Ich bin zwar ein Strenger zu meinen Leuten, aber ich möchte nicht undankbar sein. Darum sage ich heute, solange die alte Ager lebt, kann sie bei mir da ein Dach über den Kopf haben. Ja, Bauer, dafür danke dir recht schön. Ich bleib wohl gern bei dir. Wohl recht gern. Bertl! Wenn du den Dienst nicht aufkündigst, sollst du auch da bleiben. Ich schick dich nicht weg. Meine Hand drauf. Solange ich ein Bauer bin, bist du mein Knecht. Boah, der Bauer ist heute so wach und süß wie ein frisch gerührter Bruder. Wie ist auch noch? Sei nur brav, Bertl. In meinen jungen Jahren habe ich für dich trainiert. Heute musst du für mich dienen. Der Herrgott wird dir schon vergolten und holt was auf dir, weil dein Vater
war ein reicher Bauernsohn. Und das darf nicht vergessen werden. Hast mir große Freude mit den Erdbeeren gemacht, Bertel. Ja, Gabi. Das war kein Groß wie mir. Meinetwegen bist du in aller Früh auf und den ganzen Tag umeinander gestiegen. Gabi, wenn ihr nur wisst, wie ich dich gesund machen könnte, ich würde den ganzen Tag über Berg und Tor rennen, bis ich tot umfallen würde. Bertel, ich weiß, dass du nicht gut bist. Ja, Gabi, wer kann dir nicht gut sein? Aber eins weißt du nicht, was ich dir eigentlich sagen muss. Bertel, ich hab dich gerade so gern, als wie du mich. Ja, Gabi, ist das möglich? Ich hab gemeint, ich kann sie mir niederdrucken, aber das hat alles nichts geholfen. Gabi. Unfreundlich war ich so viel gegen dich, weil ich gemeint hab, das hilft mir über die Liebe zu dir hinweg. Gabi. Aber das war nicht möglich. Du kennst ja meinen Vater, der will kein Knecht als Bauern sehen. Gabi, so hoch aus, ich denke gar nicht. Ich hab dich gern, weil ich nicht anders kann. Und ich verlang nichts von dir. Jetzt nicht, aber es kommt schon noch. Ich sag dir jetzt alles, Bertel. Weil für mich, da gibt's kein Gesundwerden mehr. Und darum musst du wissen, wie mir ist und wie mir war. Gabi, du sollst nicht so viel reden. Das schaut das ist, das schaut das ist. Und weil mein Leben nicht lange mehr dauern wird, so sag ich, Bertel, noch mein Vater, bist du mir das Allerliebste auf der Welt. Und das nicht meinst, das hat nur ein dummer Augenblick aus mir rausgerissen. So nimm da den Ring, der von meiner Mutter stammt. Der soll dir, wenn ich einmal nicht mehr bin, an das erinnern, was ich heute zu dir gesagt habe. Gabi! Dein Ring, der bedeutet mir alles. Wenn mir der Herrgott die ganze Welt antragen würde, ich würde ihn nicht eintauschen gegen deinen Ring. Der Ring, der soll dir sagen, wie ich denke. Er verspricht aber nicht, dass wir uns heiraten können. Über das, was in meinem Herzen ist, habe ich meinem Vater kein Versprechen gemacht. Aber über das, was ich tun und nicht tun kann, bin ich bunden. Verstehst du mich? Ja, glaube ich. Ich hab's meinem Vater versprechen müssen, dass ich nie mit einem Knecht was haben werde. Drum, Bertel, sei stark wie ich. Die Menschen können uns auseinanderhalten, aber sie können uns nicht zwingen. Anders denken, als uns ums Herz ist. Nicht um unsere Gedanken, um unser Tun geht's. Das, was ich versprochen hab, Bertel, das muss ich halten. Mir ist nicht gut. Bertel, bring mich ins Haus. Gabi, ich bring dir die Stube ein. Komm. Hast recht, Bertel. Für seine. Das Rennen war ja viel zu viel für ihre. Sie müssen sie noch halten. Für uns auch noch. Ja, was hört und sieht man denn da? Na, der Gabi, der wird ja scharf, wenn wir die 10 richten jetzt. Schnurrer, Schnurrer! Du schlechter Kerl, du! Wart hier! Auf ein Wort! Der Schnurrer, bist du wohl einmal da? Du, Quatschen, ich hab mich da Verschiedenes durch den Kopf gehen lassen. Ja, reit, um was geht's? Weißt, bei deiner Angler, da bin ich halt spät gekommen, gell? Aber bei der Gabi, da möchte ich dich nicht spät kommen. Die möchte dich haben. Wie geht denn das bei dir so schnell? Das Heiraten ist da mehr wie ein Kuhhandel. Ist das nicht die Weiße, dann nehme ich halt die Braune. Zuerst kommst du wegen der Angel und jetzt wegen der Gabi. Weißt du, was er da sagt, Schnurrer? Mir scheint, dir geht sich gar nicht um die Töchter. Das hat schon mehr was mit meinem Hof zu tun. Quatschen, willst du, dass auf dein Hof einmal ein Knecht sitzen darf? Was für ein Knecht? Der Bertel. Was soll denn das heißen? Ich weiß, was ich da vor ein paar Minuten gesehen habe. Da, genau auf dem Platz,
Da hat die Gabe dem Bertel den Ring gegeben, den sie für ihre Mutter gekriegt hat. Der hausschlechte Kerl hat zugelost. Das ist doch nicht möglich. Oh, Vater Quatschen, es ist so viel möglich. Verdenkst du nicht einmal zum Trammen wachst. Da musst zuerst der Bertel her. Bertel! Da, Bertel! Da hinten ist er nicht, er ist in der Sturm drin. Der hautschlechte Kerl da. Sein erstes Weibens hat er in den Dein reingebracht. Und jetzt möchte er die Gabi haben. Das überlebt die Arme nicht. Der Bertel darf, der Bauer darf am Bertel den Ring nicht fingen. Die Gabi ist so schwach, dass sie uns gleich wegstirbt, wenn der Gach zu einer Quatschen jetzt einen Krawall macht. Hanna, was gibt's? Bertel, gib mir den Ring. Den Ring von der Gabi? Um mein Leben nicht. Du, um dein Leben geht's nicht, wenn du nicht gescheit bist, Bertel. Der Ring von der Gabi, das ist mein Heiligtum. Aber das Leben von der Gabi muss dann auch heiliger sein, Bertel. Bertel, gib mir da einer. Ich sag dir was, was niemand anderer wissen darf. Komm, merkwürdig, merkwürdig. Ich verstehe das nicht, dass die Rehe so dumm sind und jedes Mal in die Schlingen reingehen. Nix wie Arbeit hat man damit. Und das noch dazu an einem Sonntag. Aber schuld bin ich selber. Daheim bleiben hätte ich sollen. Aber nein, Erdbeer suchen muss ich gehen. Rehe finden, runterfallen, Rehe zum Jagen führen. Geh, hör mal auf. Unser Herrgott hat allemal gesagt, 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und am 7. Tag brauchst du auch kein Recht zum Jagen führen. Das soll der Teufel holen. Und ich gehe jetzt ins Wirtshaus, weil heute ist Sonntag. Das Recht rennt mir nicht mehr davon. Das kann ich morgen noch zum Jagen führen. So schaut's aus! Ich hab jetzt einen Ring. Jetzt wird alles wieder gut. Vater Quatschherr, ich hab's dir gesagt, er ist in der Sturm drin. Dass mein Gabriel falsch ist, das glaub ich nicht. Dann frag's halt um einen Ring. Sie wird's nachher schon zugeben müssen. Nix muss die Gabel zugeben. Und bei mir den Ring wird's neu, die ist so gib ihn wieder zurück. Wir reden denn von dir? Wenn's ein Quatschen Lori ist, dass er gemacht hat, wenn er für seine Tochter einen Ring hat, dann sollte er den Ring wieder haben. Versoffen hätte er gewiss nicht. Wenn wir so noch andenken, was gewesen. Ja, Angel, hat dir die Gabel den Ring gegeben? Geben oder nicht geben, das ist ganz gleich. Ich habe für die Gabi Zitter gespült und hätte es auch nicht den Ring da. Weil die Gabi ist ein gutes, ein braves, ein krankes Dirndl, den man gerne Freude macht. Jetzt lass dich da nicht so anlieren. Sie wird keinen Verdruss haben, ich werde ihre kein Wort davon sagen. Der Ring ist mir nicht so viel wert, als wir das kranke Dirndl, das nicht wegen mir noch einmal einen Verdruss haben soll. Nein, Anna, ich sag ihr kein Wort über den Ring. Na ja, gut. Wenn es sein muss, oft nehme ich den Ring gern. Meine Hand drauf. Die Hand drauf, Bauer. Dass der Gabi nicht irgendwas was sagst, bevor sie wieder ganz gesund ist, gell? Kein Sölm sage ich davon. Vater Quatschhirn, lass dich nicht so zum Narren halten, von dem alten Lumpen da. Da sei still und geh! Du weißt, wenn ich jetzt so ankomme, dann geh ich weiter, wie ich will. Wer mein Brot mit Gift versalzt, ist nicht so schlecht, der, was in meiner Familie den Frieden vergiften will. Was ich gesehen hab, das hab ich gesehen.
Und das lasse ich mir von keinem ein. Ich gehe jetzt aufs Feld und schau, wie der Horn wird. Wenn ich den länger dazu her, dann gehen wir noch die Feist durch. Das darf nicht sein, weil ich bin der Bürgermeister. Aber ich bin kein Bürgermeister, Mit mir kann man meine Feist schon umgehen. Na, glaubt du. Ich lerne was los. Staufen. Ist das ein Kunst? Auf einen alten Mann ausgehen, dass ich nicht lernen kann? Was gibt's? Wie ein anderer Hilf. Und du hast nicht gesehen, wie der Schnurrer mit ihm umgesprungen ist. Du hast gesagt, die Gabe ist die Liebe mit deinem Zitter. Sein Halle mich halt an deinem Zitter. Schnurre nicht, ich bin nicht mehr. Mein Zitter kann ich nichts dafür, ich kann ihn nicht stehen. Das sag ich dir. Ja, dann hilf mir anderen. Und dann gleich Schnurre für das Bus, das ich mir geben hat wollen. Ein Ruhe soll's geben, hab ich gesagt. Was sonst? Du, Halbeisel, du! Was? Halbeisel? Na dir, du Schnurrer, lass ich mich nicht halbieren. Dann bist du halt ein ganzer Eisel, du! Ein ganzer? Wenn ich ein ganzer bin, dann bin ich jetzt ein, was ein ganzer Eisel kann. Boah, bei mir ist die Zitter sicher. Die Zitter? Die Zitter, der muss jetzt im Licht machen. Ich bin schon da, also ganz gut. Wo fahren wir hin? Zum Schinder oder zum Jager? Du, wenn der Vater gesagt hat, der Nazi soll einen Scheck allein nicht fortführen, dann Geschichte so. Das weitere Fragen hat eh keinen Sinn. Aber der Scheck ist ja ein sturisches Pferd. Und das Wetter wird schlechter. Da ist der Weg rutschig, da wird der Nazi seine Probleme haben. Ich wär sonst mit. Warum? Ja, damit kein Unglück geschieht. Du hast keine Verantwortung. Aber ein Gewissen habe ich. Darum tue ich auch das, was mir nicht angeschaffen wird. Bertl, du hast recht, das rutschig ist, habe ich total vergessen. Gabi, warum müsst man nicht sagen, wenn der Bertl was will? Weil bei uns das bis jetzt immer so war, dass einer angeschaffen hat und die anderen haben da, was ihnen gesagt worden ist. Ausnahmen gibt's überall. Bertl, sei so nett, hilf den Arzt bis zum Dorf aus, die da ausführen. Ja, Pa. Bertl, ich möchte mich einmal bedanken bei dir, dass du mit, vor allem mit meiner Sache nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Händen einstehst. Das ist meine Schuldigkeit, Pa. Der Bertl ist mein bester Knecht. Und ich will nicht, dass er so unfreundlich behandelt wird von dir. Ja. Alle Leute im Haus sind dem Bertl gegenüber gut. Nur du schenkst ihm kein freundliches Wort und kein freundliches Gesicht. Ich weiß schon, wieso ich so bin, Vater. Ich hatte dich was Unrecht getan. Nein. Na also, weil du ein Dickschell bist, gleich wie ich. Aber ich möchte dir nichts vorwerfen. Ich habe auch meine eigene Natur. War ich nicht kann, da kann ich nicht. Und ich will nicht, dass ihr eine Bauerntochter gegenüber einem Knecht vergisst. Wenn sie sich bei Zeiten zurückhalten kann, dann will ich ja nichts sagen. Aber deswegen muss man nicht gleich so unfreundlich sein.
Bauer. Ich bleib nicht mehr. Warum willst du nicht mehr bleiben? Ich suche mir einen anderen Dienst. Unter dem Jahr kannst du nicht gehen. Du musst die Zeit einhalten. Ich bleib aber nicht mehr. Ich bin beleidigt worden. Hab ich dich was down? Ah, der Bauer ist eh ein guter Lob. Aber alle anderen. Ja, was haben sie denn down, die anderen? Sie haben gesagt, ich war dumm. Sogar Gersten, Haber, Weißen, Stroh dumm, haben sie gesagt. Wer sagt das? Alle sagen sie das, sogar die Gretel. Staufel, Staufel, gescheit sein, Staufel. Wie kann ich gescheit sein, wenn sie alle sagen, ich war Stroh dumm? Staufel. Wenn wieder einer sagt, du warst dumm, weißt, was du magst, dann schaust du schon freundlich ins Gesicht und lachst nein und denkst dir was dabei. Ja. Ja. Ja, was denn? Dass du vielleicht gar gescheiter bist, als der, den wir die dumm nennen. Ha. Der darf ich das wirklich? Fralli, der erste Staufel. Ich erlaub's dir schon. Ja, wenn mich der Bauer selber und dumm und immer geheißen hat. Ja, da kannst du denken, was du willst. Ja, wenn mir das der Bauer, der was auch der Bürgermeister ist, erlaubt, ja, dann kann ich mir alles denken. Und dann. Juhu! Dann bleibe ich wieder da. Wenn ich mir das denken darf, dann bleibe ich gern. Ist ja auch die Gretel da. Siehst, Staufel, alles geht. Man muss es nur da umdrehen haben und wissen, wie er es macht. Bauer, ich danke dir, sagst, dass du mir das Bleiben so leicht gemacht hast. Dankeschön, jetzt kann ich richtig bleiben. Da braucht man eine Geduld, weil man mit solchen Leuten arbeiten muss. Nein, zwei, drei, vier und eins. Links um! Was gibt's denn schon wieder? Herr Gemeindevorstand, melde mit folgen. Eine Male Inskulpante und eine Male Simulante. Der Jammerer Hans und der Kralle hier, schon in dir zwei, was geht's? Ich will mein Recht haben! Mein Recht will ich haben, mein Recht will ich haben! Aurora! Wenn du so redest, so hast du alleine zu reden und du musst still sein. Und wenn du also zu reden, so hast du alleine zu reden und du musst still sein. Verstanden? Ich habe nur eine Mauer. Genau. Ja, und dein habe ich geredet. Ja, also, ich habe dein Stiegelbauer sein Gasbockstuhl und das lasse ich mich nicht nehmen. Wenn du einen Gasbock stößt, hast du so lange, dass der Gasbock dir gehört. In der Gasbock nicht, aber der Diebstahl gehört mir, das muss ich nicht. Ich verstehe dich nicht, um was geht's? Diese Kraler Matthias hat dem Stiegelbauer ein lebendiges Geizebuch entwendenderweise weggestohlen. Ja, ein lebendiges Geizebuch. Der will unsere Gemeinde Diener sein, kann er aber nicht die Deutsch. Mama mia, deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Wo Ballare Deutsch hat immer besser gelungen. Also, ich hab den Stiegelbauer sein Gasbock gestohlen. Der will aber vom Gericht nichts wissen. Hab mich durch sein Knecht schon fein sauber verdroschen lassen und hab mich davon geeigt. Ja, dann bist bei der Sache gut davon gekommen. Was willst du noch mehr? Ja, ich will nicht Schuss kriegen, ich will nicht rennen, ich möchte sitzen. Wieso habe ich einen Stuhl, wenn ich nachher nicht sitzen gehen kann? Sag, ist dir nicht ganz gut, wenn du nicht jedes Jahr ins Zuchthaus kommst? Ja, heuer bin ich am 14. Tag gespart. Also. Sonst bin ich schon die Zeit immer gesessen. Und heuer
müssen mich nachher miteinander schopfen und miteinander faulzen lassen, dass sie zu meinem Recht geben. So ist es gewesen. Lebendiges Geizebuck, entwendenderweise weggestohlen, ist der Dieb seine Beute entblößt und hat vermischte Ohrfeigen kassiert. Yes. Dein Leibtag warst du ein anständiger Mensch. Und jetzt in deinen alten Tagen müsst du ein gewollter Dieb sein. Jawohl, tue ich nicht, aber jeder geht sein Geschäft nach. Dein Leibtag warst fleißig und brav. Und jetzt treibst du jedes Jahr, wenn der Winter kommt, ins Zuchthaus. Ihr Qualzhirn, ihr glaubst denn, du, ich geh gern ins Zuchthaus? Hier, da musst ich reden und hören, der, was du dein Leben noch nie gehört hast. Und mit Leid kriegst du zusammen, wo du denkst, dass der Herrgott überhaupt so ein Gesindel erschaffen hat, keinen. Ja, warum und stößt du dann? Und zu essen. Es ist auch nicht so. Und das Beit ist auch fest. Warum stößt du dann? Ich hab's dir eh schon gesagt. Weil's mir allemal besser geht, als wie bei einem Bauern. Da hab ich wenigstens einen warmen Unterstand. Gehör doch auf, den Unterstand, den hast bei uns Bauern auch. Wo hat denn ein alter Bauer oder ein alter Knecht, so wie ich, der was nie verheiratet hat, keine Kinder hat, der was auf ihm schon, wo hat denn der einen Unterstand? Bürgermeister, geh einmal du, als mein die Arme von Haus zu Haus, jede Nacht in einem anderen Strahhaufen liegen, in der Früh krallst aus, so starr, weiß gar nicht, ob du noch lebst. Auf das eine in Sturm, auf kriegst du so einen gescharrten Suppen vorgeschupft, so gut ich kann. Ja, barmherzig. Hier wirst du zeigen, bei der Sache wird sich einiges einmal verbessern. Hoffentlich, hoffentlich. Da hast du. Geh ins Wirtshaus und der trink ein Viertel Wein. Ich seh's ein, es ist wirklich ein hartes Leben. Es muss aber nicht so sein, dass es so hart ist. Vielen Dank, Bürgermeister. Und was ist mit dem Gasbock? Wenn der Stegelbauer nichts mehr sagt und nichts mehr reiterfahren, dann wird der Bock sozusagen auf ein Dachter gelegt. Und ich habe jede Nacht an einem anderen Strachhaufen liegen. Na, da müssen wir was einfallen lassen. Wenn der Gasbock zu wenig ist, muss ich schauen, dass ich was anderes mache. Ruhe seit Ihnen, dann haben wir sitzen, wie wir sie kennen. Was ist jetzt mit dir, Hans? Oh, ja. Ich bin da, mein Bürgermeister, ich bin da, ich bin so schwer krank. Die Kirche batet mir so und es ist schön, als ich das überlebt. Was los? Jedes Jahr ist das gleiche. Jedes Jahr, wenn der Winter kommt, bist du ins Spital. Ja, mir geht die Gefrier und die Kälte durch die Gehre, durch die Haut und Bohren. Au, wer, was mit der Dorf wer? Wo haben wir nicht mein Gicht und mein Ischin aus Hecken an? Das wird bei den Bauern und Bananen wirken. Auweh! Weißt du, was er da sagt? Ein Spitalsbruder bist du! Aber weil meine Wenigkeit darf er vermelden, er ist ein miserabler Spitalbruder und Simulante. Du halt die Pappen, du windischer Handschuh, du! Mein Bürgermeister, ja, glaubt der Bauer, das Spital drehe ist gar so schwer. Mein Lieber, da ist aber schon schwer. Da rät einer, dort jammert einer und schreit von lauter Schmerzen. Und da jammert einer in der Decke drin. Mein lieber Freund Bürgermeister, am Reinigen und Bravieren. Wie es der Dreh zugeht, nachher wirst du es auch einsehen, dass wir das Elend und die Schmerzen mitmachen, nur um ein warmes Bett zu kriegen und einen sicheren Unterstand. So ist es, Bürgermeister. Gib mir eine Anweisung.
Zur Avanti-Berechtigung auf die hirseitige Zuständigkeit ist weitestgehend möglich. Tutti Marotti zu erkranken. Ich werde das Ganze dann schon alles unterschreiben. Sehr zu Befehl. Folge mir, krankhafter Angewiesener. Und Abmarsch. Eins, zwei, Bürgermeister, drei, Dank, der vier, und eins, zwei, drei. Wenn Sie mich noch einmal zum Bürgermeister machen, nachher verkaufe ich den ganzen Hof und hier war unterstehen. Der Enzian und der Schligowitz, die Stein gegen Reis. Man kann sich nicht einmal mehr das angenehmste Aufwärmmittel leisten. Oh, grüß Gott, Bürgermeister, grüß Gott. Ja, na, wo kommst denn du jetzt gerade her? Für davor. Bin die ganze Nacht hin und her gegangen. Von draußen, von der Kalten? Die Költner ist ein schlechter Kerl. Aber was kannst du machen? Wenn auf der anderen Seite der Schnur steht, und das ist noch ein schlechterer Kerl. Ja, was? Warst du meint heute Nacht gar nicht beim Schnurren? Nein. Er will mich vom Schnurren ausjagen und das bisschen Essen, was er mir vor der Gmung auf den Tisch stellen muss, durch böse Reden versalzen lässt, vorher geh in der kalten Hut aus. Anna, du weißt, was er da sagt? Du wirst noch so lang drei mit einem Mandant gehen, bis du ins Spital musst. Ich nicht. Ich werde gar keine Unkosten machen. Ich bin so wie die Sorten auf meiner Zitter. Ich halte so lang das Imo. Und wenn mein Schicksal einmal zu viel leist, dann ist aus mit Unruh. Für immer. Bis auch noch. Anderl, mir scheint, du hast heute ein wenig einen Rausch. Ein wenig schon, Bürgermeister. Der Wendler Seib hat mir da so einen Nagel Schligowitz zukommen lassen. Und das habe ich mir ein paar Zug getrunken. Und jetzt macht es mir ein wenig damisch. Als hätte ich nichts ausgemacht, wenn ich gestern ein wenig was gegessen gehabt hätte. Ich kann ja was vertrauen. Aber ein Hut zuvor gibt es ja nichts zum Beißen, nicht? Wie ist auch nicht? Amel, schau. Da ist ein Stückchen für mein frischbackenes Brot, schau. Jesus, Marina. Das nehme ich schon, weil da bin ich ja nicht beim Schnurren. In deinem Schnurren ist ein schwarzes Brot. Da sind mehr Fliech drin wie Bresel. Mein, ich danke dir, Kabel. Ich danke dir, das Brot das schmeckt gut. Mein, das ist gut. Vater, schau, der Schwager kommt mit der Angler. Was? Der Schwager kommt, da müssen wir geschwind entgegen gehen. Boah, das frisch gebackene Brot das schmeckt vielleicht gut. Und das Warmbauer wieder beim Bauchel. Bist du narrisch. Jetzt merke ich, wie kalt das ein Hut zuvor gewesen ist, bin ich auf. Das freut mich, kommst rein, dass ihr uns jetzt wieder mal besucht. Ja, das ist echt eine Seltenheit. Ihr Geschäft, ich bin nicht frei. Was darf man euch aufwarten? Nicht zu viel, wir müssen gleich wieder fort. Wir wollen euch nur frohe Feiertag wünschen. Und der kleine Fassel Wein habe ich auch mitgebracht. Und dir, glaube ich, die habe ich auch Geschenk mitgebracht. Mein Angler, ich danke dir schön fürs Tierchen. Gabi, geh geschwind ein, ihr riecht was. Hol ein bisschen Brot und ein Wein raus. Ja. Setzt euch ein bisschen um, ich nehm's da Platz. Und wie geht's uns da mal? Ja, gut, recht gut. Das ist recht. Und bist du gar einmal zufrieden mit meiner Tochter? Ich hab die Angler für mein Leben gern. Und ich denke sie mir auch. Ach, das ist schön. Wenn die Liebe in der Ehe ist, dann kann das Glück ja gar nicht ausbleiben. So, und jetzt stoß bauen. Auf viele weitere Jahre. Prost. Prost. Prost.
ob im Norden, Osten, Süden oder Westen, der Wein, der schmeckt mit bei dir dann besser. Prost! Prost! Du Vater, Appetit hätten wir auch. Ja, hey, du musst geht's. Kennst du uns nicht die Gabi und die Gretel über die Feiertag leichen? Ich hab so viel zu tun im Wirtsgeschäft. Ja sicher, jetzt im Winter, da geht's schon. Du, Schwiegersohn, warst du so nett und hast mir das Wasser gleich in den Keller getragen. Ich hätte noch einiges mit dir zu bereien. Mir da oben ist jetzt warm. Mein Angel, jetzt erzähl einmal, wie gefällt dir denn so ein Gasthaus? Du sagst dir recht gut, gefällt's mir. Das Wirtsgeschäft, das bringt so richtig Freude und Leben ins Haus. Und erst, wenn die Stadtherren kommen, ich sag der Gabi, der feine Herr von Kronwild, das ist ein besonders frischer und so ein freundlicher Mann. Ach, jung und lustig ist er auch noch. Aber jetzt zu dir, diesen mein Bertel. Du meinst, dass du der Vater ja sagen wird? So weit denke ich ja gar nicht, Angela. Du kennst ja unseren Vater. Ja, aber... Also nichts für ungut, aber wir müssen jetzt wieder heim. Und du, Gabi, du kommst uns recht bald besuchen, gell? Ich hätte so viel zum Erzählen. Wenn sie euch wieder nicht aufhalten lasst und schon wieder weiter müsst, dann kann ich euch nur wünschen, dass ihr wieder gut heimkommt. Ja, aber beim Herfahren, da hätte es fast ein Unglück gegeben. Wieso? Ja, im Hohlweg vor dem Dorf sind sie uns mit deinen Schäkern gegengekommen. Das raus wird schei, spring auf uns zu, reißt dabei einen Jungknecht nieder, dass ich gemurrt hab, der steht nie mehr auf. Siehst du das, Gabi, siehst du das? Aber der Bertel, der reißt es raus mit einem Ruck so zurück, dass auf einmal da gestanden ist, ist wie ein Lampel. Ein fester Kerl, der Bertel. So ein Knecht möchte ich auch haben. Komm, wir müssen jetzt gehen. Ja. Viert euch. Viert euch. Viert euch. Siehst du das, Gabi? Der Bertel, das ist wirklich ein ganz toller Bursch. Nur einer da mit dir! Nur einer da! Wir warten schon die längste Zeit! Du musst sagen! Der Bürgermeister will gleich da sein! Du musst sagen! Du bist mein Zeuge! Du musst sagen, wie es gewesen ist! Das sag ich auch! Du Rauer! Du Dieb! Dir brauch ich nur brennen, als wie ein Unterstand! Was ist denn da schon wieder für Wirbel? Was ist denn wieder los mit dem Hirs? Ein Bärtel sei getrunken, hat er aufgerissen und ausgeraubt, der Gauner, der Dieb. Jawohl, das hab ich gemacht. Weil der Gasbock zu wenig war, hab ich jetzt einen Kirchenraub gemacht. Dieses Beibirchel hab ich gestohlen. Das wird mir reichen über Winter. Gib das Birchel her, wenn's ein Bärtel gehört. Und wenn's so mit dem Dätscher so haben willst, dann soll ich der Staffel jetzt zum Ordner führen, dann geht's weiter zum Gendarm und dann ab zum Gericht. So ist richtig. Und du gehst mit, du musst sagen, wie es gewesen ist, dass sie einen Kirchenraub gemacht haben. Gell? Das sag ich auch. Weil der Gasbock zu wenig war, hab ich jetzt einen Kirchenraub gemacht. Gehen wir. Dabei hat er sein Bettbierchen gestohlen. Gib's dem Bertel zurück, wenn er wieder kommt. Was ist denn da drinnen? Ein Ring? Das ist doch der Ring von deiner Mutter. Wie kommt denn der Ring? Den ich dir damals gegeben hab, da in den Bertel sein Bettbierchen rein. Der Bertel ist doch auch kein Mensch. Der stellt ja schon gleich wieder hier's. Den Ring, den hab ich dem Bertel gegeben. Warum? Warum hast du eine Heimlichkeit mit meinem Knecht? Das ist geschehen, wie ich krank war. Eine Heimlichkeit war nicht dabei. Der andere hat's auch gesehen. Ach so ist die Geschichte. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Dann war das da, was er mit der Schnur erzählt hat. Vater, ich weiß nicht, was der Schnurrer erzählt hat. Er hat gesagt, dass du es mit dem Bertel haltest. Dass meine Tochter mit einem Knecht geht. Und ich hab's nicht glauben wollen. Und der andere hat auch gerade so getan, wie es nicht sein kann.
Da sitzt der alte Lump, der sich zwischen mir und die Wahrheit gestellt hat, der es mit seinen Touren so weit gebracht hat, dass ich mich mit meinem Nachbar verstreiten hab. Steh auf, du alter Lump! Was? Bin ich doch jetzt runtergeflogen? Der Bauer Quarzhirn, grüß dich! Ich brauch ja die grüß dich nicht! Da schau her! Kennst du den Ring? Dein Ring? Das ist der Ring, von dem du mir gesagt hast, die Gabi hätten die gegeben. Und ich weiß jetzt, dass die Gabi den Ring dem Bertel gegeben hat. Und du warst dabei und hast alles gesehen. So, ich geh schon. Muss halt wieder in Holzhaus gehen. Da gibt mir das ist ein Hinterstand. Ich hab dich auf deinen Hof mein Leib gearbeitet. Und zum Schnurren, wo man dich mal als Einleger hinschickt, zu deinem Gerinäder. Du alter Lump, du! Du alter Lump! Du Versaufener! Geh zum Schnurrer! Der soll dich da schlagen! Du alter Kuppler, du! Ich bin kein Kuppler, nicht? Das ist damals der Gabi zu lieb geschehen, weil sie so krank geworden ist. Asse mit dem Klump! Asse! Asse mit dem Graffel! Schau, dass du weiterkommst! Oh, Vater Quarzchen, das sind meine Sachen. Die haben dir nichts Lore da. Du Tag dir, du Schandkerl! Du alter Lumpenschäpel, du! Das kannst! Was, Vater Quarzchen? Das lassen wir nicht sagen. Ich bin kein Tagdieb nicht. Ich hab niemals gestohlen oder weggetragen. Ich hab mein Lebtag gearbeitet. Und jetzt, wo ich alt bin und niemand kann, aber bin ich noch lang kein Tagdieb nicht. Ein kleines Kind, das in der Wiege liegt, ist auch kein Tagdieb nicht. Und einen alten Lauter, der 60 Jahre gearbeitet hat, den lässt doch so viel Ruhe und Frieden, bis er von selber sterben kann. Ich hab niemals gestohlen oder weggestorben. Ich bin heute die ganze Zeit davor umgegangen, weil ich niemals eine Last fallen haben wollen. Ich bin kein Tagdieb nicht, das lassen wir nicht. Was willst du widersprechen willst? Dein Herrn, dein Bauern, dem Bürgermeister? Staufel! Ja! Wasser. Was gibt's? Staufel, schmeiß mir den Kerl raus. Was? Oder besser, weißt du was? Bind mir gleich da zum Brunz runter. Da ist aber noch eine kalt heute. Kann ich was dafür? Hab ich die Kalten angeschaffen? Dann bind mir noch da, den alten Dadel. Greif zu, Staufel! Sonst kannst du auch gleich gehen. Komm, Annerl. Ich geh nicht, ich bin beleidigt geworden. Ich bin kein Tagdieb nicht. Geh, was willst du denn da noch hin? So. Gabi! Gabi, komm her! Was willst du? Du kannst von heute an mit dem Mertl immer am gleichen Hof sein. Ich hab's dem Mertl versprochen, dass er da bleiben kann. Und mein Versprechen halte ich. Drum gehst du. Wenn's du willst, dann geh ich halt. Pack gleich dein Gewand und geh. Ja. Aber gleich. Heute noch? So eine Schand! Eine Liebschaft mit einem Knecht! Vater, gegen das, was im Herzen ist, da kann kein Mensch an. Da gibt's keine Schand nicht. Was ist denn da? Der Arnold, der alte Mann, der ist ja auch unten. Das hab ich angeschafft. Du, Vater! In dein Haus bin ich der Herr. Da schafft kein anderer an. Und der alte Lump, der wollte mit mir streiten. Und das kommt bei mir nicht vor. Wenn du so gegen einen alten Mann, der seine ganze Lebenskraft in dem Haus lassen hat, sein kannst, dann bin ich dir keine Rechenschaft mehr schuldig, Vater. Dann tue ich das, was mir das Herz schafft.
Amelie, komm schon. Stoffel! Ja, was gibt's? Bind mir den anderen los. Das haben wir mir gleich gedacht, dass da heute wenig geholt wird. Dann bind mir los, den alten Dadel. So. Wie ist das? Komm, Anne. Wenn ich was da hab, dann soll der Vater mich strafen, aber nicht die. Bauer, Vater Kratzin, nicht besser sein. Komm, hab mir Brunnen so viel geholt. So viel geholt. Komm, Anne. Anne, komm. Anderen, setz dich her da und wärm dir ein bisschen auf. Ich riech dir einen Glühwein, dass du nicht krank wirst. Die halbe Stunde, was das dauert, wird der Vater wohl mich und die in dem Haus, wo du 50 Jahre lang geschätzt hast, noch sitzen lassen können. Ich hab nichts dagegen. Ich bin ja nicht stolz auf das, was ich angeschaffen hab. Aber eine Ordnung muss sein. Aber Anderen. Gabi. Und wenn ihnen nicht alle Leute so gut sein wie du, auf den so einen armen Teufel wie ich aushalten auf der Welt. Die Rechnung, aber geschwind, bitte. Komm gleich! Ich werde nicht so lange ausbleiben bei der Jagd. Ich komme bald zurück zu Ihnen. Also, bis bald. Küss die Hand. Du hast ja närrisch Glück bei den Frauen. Die Wirtin ist ja ganz verrückt nach dir. Tja, das bin ich gewohnt. Du weißt schon, mir kann kein Weib widerstehen. Vene vidi vici. Ich komm, ich sah und ich siegte. Bist ja auch ein wunderschöner Mann. Aber die Schwester von der Wirtin, die wäre schon auch eine Dutzende wert. Quod licet lovi, non licet bovi. Was Jupiter darf der Stier noch lange nicht. Die liebt mich auch. Kommt was Nächstes dran. Herr Wirt, ich zahle alles. Für alle. Gabi,
Der Herr von Kronwild, der wird gern den Erzherzog Joran Joder hören. Stimmt's an? Nein, ich trau mich nicht. Ich schau mich zu viel. Und ich trau mich schon gar nicht. Wo ich geh und steh, tut mir mein Herz so weh. Und mein Steiermark, ja glaubt's mir's gewiss. Wo der Stutzen knallt und wo der ganz Volk fällt. Wo mein lieber Herzog Johann ist. Ola. Danke, danke. Aber jetzt müssen wir wirklich aufbrechen, so ja. Da ist die Rechnung. Da ist das Geld. Da kommt noch was zurück. Nein, danke, das ist fürs Gesange. Weil das hat mir ja wirklich sehr gut gefallen. Also, schöne Frau Wirtin. Adieu. Bis bald. Adieu, alle miteinander. Bald mal's Heil. Bald mal's Heil. Bald mal's Dank. Ich verflucht das ganze Geld, ich wollte, ich war nie erwirkt worden. Ich verstehe das nicht, warum du immer so dreinschauen musst. Angela, wenn du das selber nicht siehst, kann ich das auch nicht sagen. Aber du musst begreifen, dass ich dich gern, recht gern hab. Du hast mich bei deiner Eifersucht. Ja, ich kann mir auch nicht helfen. Eine Wirtin, die muss aufs Wirtsgeschäft schauen und freundlich zu den Gästen sein. Ihr zum Kronwild bist mehr als freundlich, dann singst du seit Neuern sogar schon. Wenn du mir so kommst, kann ich gleich heim zum Vater gehen. Ja, du sagst, was genau weißt, dass ich drauf nicht sagen kann. Nichts als Unfrieden und Streit. So hab ich mir meine Ehe nicht vorgestellt. An dem bist ja so nur du schuld. Ach so? Gibst du meinem Mann recht? Ja, freilich gebe ich ihm recht. Dein Mann hat nur einen Fehler, und zwar den, dass er viel zu gut ist. Weil sonst hätte er dein Kronwild doch schon längst mit dem Stecken aus dem Haus ausgejagt. Aber wenn euer Geschäft da nur vom Kronwild seinem Geld abhängt, dann wäre gescheiter, du gängst heute noch mit ihm betteln, solange du ihm überhaupt als ehrliches Weib nur in die Augen schauen kannst. So red, meine Schwester. Ja, Angela. Weil es dich gern hat und dein Unglück kommen sieht. Gabi, weißt du nicht mehr, warum dich der Vater vom Hof geschickt hat? Ja, sicher weiß ich das. Und darum kann ich sagen, wenn du deinen Mann so gern hättest wie ich in Bertel, dann könnten wir über ganz andere Sachen reden. Gabi, du hast doch gesagt, die Liebe und der Donner und der Blitz, die fragen nicht, was einschlägt. Bei dir hat aber nicht die Liebe, bei dir hat die Eitelkeit eingeschlagen. Du glaubst, dass so ein feiner Herr aus der Stadt so gut ist. Dabei will er dir nur schlecht machen. Ach so? Der liebe Herr von Kronwild, der würde sich sogar für mich das Leben nehmen, wenn ich ihm nicht gut bin. Und dein Unsinn glaubst du noch? Aber dann wird's Zeit, dass ich deinen Herrn da für seine Selbstmordgedanken und die von deiner Eitelkeit kuriere. Ja, was willst du denn machen? Dein Glück retten, bevor es spät ist, Angela. Was machen nur kein Unsinn. Der Annerl,
Hanni, Nanni! Hanni, Nanni, bringt's noch schnell einen Wein und ein Brot, geschwind! Ich bin wegen dir da sitzen geblieben. Der Bärtel. Prost, zurück's Leben! Der Bärtel ist die 1100 Mal gewesen. Lass es euch schmecken. Dankeschön. Was nicht sagst, der Bärtel lässt mich grüßen. Ja. Lass dich ausrichten, dass der Schnurrer hat den Vater von deiner Schwester was erzählt. Was, vom Schnurrer? Ja. Ja, ist jetzt der Vater mit dem Schnurrer wieder gut? Und wir, was glaubst du? Der spielt den Herrgott im Haus. Er möchte dir zur Frau kriegen und tut den Vater so schier wie er dann kann. Ja, und was ist mit der Angler? Ja, die Angler, der hat jetzt viel Ausstehende im Haus. Der Schnurrer hat den Vater erzählt, die Angler hat sich von einem fremden Staat her einen Busel geben lassen. Der Schnurrer, der liegt ja. Ja, liegt, mein Lieber. Ja, das ist leicht gesagt, mein liebes Kind. Mit deinem Ballon kannst du nichts anfangen. Da muss man schon mehr dazu tun. Und der Schnurrer sagt, wenn er dir, der Vater, dir ihm zur Frau geben hätte, das hätte nicht schlecht bei den Kindern. Aber du weißt ja, wie leicht der Vater Feuer fängt, wenn man bei ihm auf der rechtschaffenen Seite anstraft. Meine Güte, da muss was geschehen, sonst ist die Angler verloren. Du, ich sag dir was, wenn du deinem Kerl seine Frau werden musst, du bist eine Märtyrerin, wie kein Zweiter im Kalender steht. Ja, was ist mit Bärtl? Ja, der Bärtl. Der Bärtl, der hat jetzt viel ausstehend im Haus. Maria, nein, was glaubst du denn? Anderl, sag dem Bärtl, dass es noch aushalten soll, seiner Mutter zu lieb. Und das sag ich ihm auch. Wenn er mich noch gern hat, so wie früher, dann soll er auf mich vertrauen. Auch wenn er für die anderen Leute was hört, was er nicht hören oder glauben will, er soll weiter an mich glauben. Mein Anderl, und jetzt muss gehen, dass du schnell wieder zurück bist. Ja. Ach, wenn ich das nicht erleben könnte, dass der Bärtl und die Gabi, aber dem steht ja viel zu viel entgegen. Viel zu viel. Vor allem der menschliche Eigensinn, die menschliche Neuretei. Was glaubst du denn? Die menschliche Neuretei ist ja hinterher mal so groß. Man glaubt ja völlig, die ganze Welt ist nichts wie ein Nordenhaus, wie es auch noch. Wie glücklich könnten Menschen sein, wie schön ist die Natur. Da bringt der Deichsels Geld daher, raubt uns das Glück dafür. Die Habsucht hat den Neid aufgebracht, der Hochmut macht sie brot. Es gibt keinen wahren Frohsinn mehr, keine echte Gemütlichkeit. Kein Mensch ist zufrieden, kein Mensch hat genug. Der Reichste folgt nicht aus, ja. Ist auch die Welt ein Narrenhaus, ist auch die Welt ein Narrenhaus. Dem Bettler einen Kreuzer geben, das heißens wohlgetan. Drauf schmieren sie gleich den Nachbarn geschwind um 100 Gulden an. Für klug und fein gilt nur noch, wer jene Kunst versteht, dass er beim Strafhaus umdumm doch nie hinein ganz geht.
Und wer nix hat, weil er ehrlich war, den lachen alle aus, ja. Ist doch die Welt ein Narrenhaus, ist doch die Welt ein Narrenhaus. Den Wasser dampft entspannend schon, als Zug fährt vor die Wohn. Der Blitzstrahl wird mit Rot eingefangen und muss den Brief ausdrohen. Dem Mond schauen's beim Maul hinein. Die Sterne, die werden kontrolliert. Es gibt nichts, was die gescheiten Leute nicht hätten ausprobiert. Nur wie auf Erden soll Frieden werden, das bringt kein Mensch heraus. Ja, ist doch die Welt ein Narrenhaus, ist auch die Welt ein Narrenhaus. Bald 70 Jahre gerischen um, hab mich mein Laptop geblockt. Dem Staat gedient war fleißig dran und hab mich nie beklagt. Doch jetzt, wo mir die Kraft verlässt, ist Arbeit nicht mehr schön. Drum soll ich nun den Rest des Lebens betteln gehen. Wer anderen Leuten das Brot anbaut, den hungern's dafür aus, ja, ist auch die Welt ein Narrenhaus, ist auch die Welt ein Narrenhaus. Wo bin ich wieder? Oh, der gnädige Herr, ist leicht was gefällig. Ja, schau, du kannst ja nicht nur singen, du kannst ja reden. Und ich meine, du bist sonst stumm. Oh, dumm bin ich nicht. Ich bin gescheit. Auf jeden Fall bist du sauber. Du bist die Schwester der Wirtin, ja? Oh ja, das wohl. Die schöne Gabi, das ist dein Name, ja? Ja. Gabriele heiß ich. Oh ja, das wohl. Ja, auf jeden Fall bin ich sauber. Oh ja, das wohl. Na, im Kopf hast du vielleicht nicht viel, aber vom Gesicht her kannst du dich wirklich sehen lassen. Aber wo ist denn die Wirtin? Die Wirtin ist ja weg zum Pfarrer gegangen. Und der Wirt? Ist auch beim Pfarrer. Ist er bei? Nein. Die wollen, ich weiß nicht, wie man das richtig sagt, die wollen auseinander. Die wollen sich scheiden lassen. Ja, hat's denn einen Verdruss gegeben? Ja, aber wie?
Naja, Verdruss vielleicht nicht, aber Kraft haben sie fast. Sie hat ihn gekratzt, er hat geschrien, die Dolle und Schüssel sind geflogen und die Scherben sind blieben. Der Hund hat gebellt und die Katze ist auf dem Ofen auf, aber sonst ist alles ruhig geblieben. Oh ja, das wohl. War das vielleicht gar meinetwegen? Oh ja, das wohl. Du Gabriele, wieso schaust mein du gerade so sinnlich an? Na ja, wenn schon so ein feiner Herr es so weit bringt, dass wenn ihr mit einem Gasthaus die Döller und Schüsselfliegel kriegen, nicht wahr? Dann heißt das schon was. Oh ja, das wohl. Aber warum ich so schau? Das kann ich nicht sagen. Ja, du wirst doch nicht meinen, oder? Gefalle da vielleicht auch. Oh ja, das wohl. Aber eigentlich, ah, das kann ich nicht sagen. Du, Gabriele, hast du schon einmal einen Mann gern gehabt? Einen Mann? Oh ja, das wohl. Ja, und hast du noch gern? Ich den jetzt? Ganz unmöglich. Ja, warum denn nicht? Ja, weil er mich immer gescheit vor ist. Oh, also der muss wirklich schön dumm sein. Da ist er wenigstens schön. Ja, schön. So schön wie... Ah, das kann ich nicht sagen. Ja, sag's nur. Ja, so schön wie sie, ist er nie gewesen. Ganz unmöglich. Du Gabriele, du gefällst mir auch. Du musst mit mir kommen. Ja, wo denn hin? Ja, in die Stadt. Oh Gott, musst du schön sein. Aber was tue ich in der Stadt? Das werden wir dann schon sehen. Aber jetzt gibst du mir mal einen Kuss, erst ein Versprechen, dass du mit mir kommen willst. Ein Kuss? Ein Kuss kann ich erst hergeben, wenn ich weiß, ob sie mich auch gern haben. Ja, selbstverständlich habe ich dich gern. Ja, aber ich meine so richtig gern, so wie ich mir das denke. Oh ja, das wohl. Ja, was ist bei dir richtig? Wie soll ich dir das beweisen? Soll ich schwören? Ah nein, das, was man so sagt, das hört man heute. Und morgen ist schon nimmer wahr. Aber das, was auf dem Zettel steht, das gilt, das kann man glauben. Ja, soll ich vielleicht aufschreiben, dass ich dich gern hab? Ja, ich bitte gar schön. Weil ich wollte immer schon mal einen Liebesbrief von so einem feinen und schönen Herrn. Na ja, wenn's dich glücklich macht, ja, dann schreib ich halt. Liebe Gabriele, ich liebe dich unendlich. Ist recht so? Mei, ist das schön. Jetzt erst kann ich glauben, dass mich so ein feiner Herr auch gern haben kann. Aber... Ja, was gibt's jetzt noch von oben? Ja, in einem richtigen Liebesbrief, so wie in einem Roman. Da steht halt auch, dass man auch nur ganz allein nicht gern haben kann. Ja, natürlich habe ich nur ganz allein die gern. Ja, aber ich tät's halt so viel gern in meinen Liebesbrief lesen können, überhaupt wenn ich ganz alleinig sein muss. Na schön. Liebe Gabriele, ich liebe dich unendlich. Dich allein. Bist du jetzt zufrieden? Ist das schön? Ganz wie in einem Roman. Ja, sicher bin ich zufrieden. Ich hätte die Geschrift gar nicht verlangt, aber ich hab doch klären müssen, sie machen nur Spaß mit mir und haben meine Schwester gern. Wo ist ja gar nicht wahr, ist ja gar kein Red davon. Ja, sie hat ja überall erzählt, wie vernarrt sie in sie sind. Umbringen wollen sie, wenn ihnen die Angler nicht nimmt. Also, wenn das ihre Schwester behauptet, dann ist sie eine dumme Gans. Ja, das hat sie gesagt. Und drum, bitte, schreib's die dumme Gans auch noch dazu, weil dann kann ich ganz glücklich und sicher sein. Das ist ja Unsinn. Das ist kein Unsinn.
Für mich hat das viel Sinn. Weil, wenn sie mich wirklich nur ganz allein nicht gern haben, dann kann sie ihnen auf eine Dumme ganz mehr oder weniger auch nicht mehr drauf ankommen. Na gut. Liebe Gabriele, ich liebe dich unendlich, dich allein, denn deine Schwester ist im Vergleich zu dir nichts als eine dumme Gans. Punkt. Kriege ich jetzt meinen Kuss? Geil. Das Geschäft ist gemacht, aber zuerst muss ich mir noch von meiner Schwester das Besitzrecht an einem Kuss von Ihnen übertragen lassen. Gabi, sei nicht so dumm. Oh ja, das wohl. Anja, Anja! Mach keinen Unsinn, Nädel. Nein, nein, es muss zuerst alles klar und deutlich sein. Komm, Anja! Was willst du denn? Oh, jö, der Herr Kronwil. Ja, der Herr Kronwil, der will tauschen, bist einverstanden? Das ist das jetzt? Na, Unsinn. Wissen Sie das nicht? Ist wirklich ein Unsinn. Vielleicht hat der Unsinn mehr Sinn als das Spiel, das Sie da mit mir und meiner Schwester treiben wollen. Gabriele, du bist wirklich unverantwortlich dumm. Vielleicht bin ich doch nicht so dumm, wenn ich sogar meine Schwester hab gescheit machen können. Hast du mir vielleicht eine Falle gestellt? Oh ja, das wohl. Verzeihen Sie, es war ja alles nur ein Scherz. Ein Scherz? Ein Scherz nenne ich das nicht. Ich nehme das ernst. Und Sie glauben wohl, nur weil Sie so ein feines Gewandel anhaben, sind Sie was Besseres als irgendein Halterbub, der nur einen Zwickrock tragt oder einen Laden? Das ist eine Beleidigung. Von nun an komme ich nie mehr in Ihr Gasthaus. Ja, es wird mir erfreut sein, wenn Sie nie mehr daherkommen. Herr Wirt, ich bin in Ihrem Hause beleidigt worden. Von nun an lade ich meine Jagdfreunde in ein anderes Wirtshaus ein. Ich wäre Ihnen nur dankbar, wenn Sie Wort halten und sich von meinem Haus und dessen Bewohnern fernhalten. Dann ist ja nichts mehr zu sagen. Ja, gehen Sie, bevor Sie von meinen Leuten gegangen werden. Kannst du mir verzeihen? Ich schwöre dir, ich werde dich nie mehr kränken. Anger. Jetzt ist alles gut. Ich hab dich gern für immer. Der Vater! Ja, das ist schön. Wie geht's euch wahr? Die schöne Vergangenheit ist begraben. Die Gegenwart ist dort krank. Und die Zukunft ist unheilbar. Wie macht sie die Gabe? Brav, wir sind recht zufrieden mit dir. Dann geh an die Arbeit. Vater, quatsch ja nicht so hart sein. Die Gabe ist schon recht. Oh, ich war allerweils gut zu meinen Kindern. Am Bauern und am Vater, da kann schon viel unterkommen. Was ist denn geschehen? Du weißt ja, dass ich den Lenzbauer am Berg meinen Scheck verkauft hab. Ja, ja, wie ich die Angel damals angehalten hab, hast du mir davon erzählt. Und der Scheck, der macht mich jetzt einen Ärger. Ich tue dir nicht gut. Das Raus war noch sehr jung. Und ich hab's bei mir immer gut gehalten. Für Reise und für Leid. Ist es nicht allemal gut, wenn es jetzt gut geht? Und jetzt sag sie, dass das Raus beim Lenzbauer nicht ziehen will. Und der Lenzbauer sagt, das Raus ist nicht so viel wert, als wie er mit zahlt hat. Ach, das ist aber eine zündende Geschichte jetzt. Und ich will, wenn sie so ein Raus nicht für einen Lumpen und einen Betrüger gehalten werden. Darum habe ich heute einen Bärtlauf geschickt. Er soll das Raus zurückholen. Ich werde es mit meinen zusammenspannen und so arbeiten und ziehen lernen, dass mich keine Schande mehr macht. Und weil ich schon da bin, nehme ich den Weib auch gleich mit. Wie? Wieso willst du mich mitnehmen?
Wenn ich schon nicht wegen raus für einen Lumpen und Betrüger gehalten will werden, dann will ich wegen meiner Kinder schon gar keine Nachricht haben. Wer sagt, ich muss nach, vor der Quarzin, was hast du? Schwiegersohn, ich hab's dir versprochen, dass mir Anja dir ein braves Weib sein wird. Und wie ich jetzt weiß, hab ich dir mehr versprochen, wie ich halten kann. Aber vor der Quarzin? Die Anja hat sich gestern auf Nacht vom Kran will der Busel gehen lassen. Das ist nicht wahr! Der Mann ist allerweil der Letzte, der von solchen Sachen erfährt. Da red! Du kannst ja selber für dich reden. Stimmt's oder ist wahr? Die Antwort ist deutlich. Angela, ich bitte dich, sag, dass das nicht wahr ist. Vater, ich bitte dich, erspar mir die Schand. Die Schand? Die Schand hast du selber ersparen können. Entweder du gehst jetzt mit, oder wir kennen uns nicht mehr. Das kann nicht sein, das kann ich nicht zulassen. Schwiegersohn, du hast ein Wirtshaus. Jeder, der was da will, kann bei dir aus- und eingehen. In mein Haus bin ich der Herr. Da hat keiner was zu suchen. Verirrt sich da irgendein Jagdherr bei mir. Da hängen die Dreschflegel schon hinter dir. Die schießen zwar nicht, aber treffen gut. Wenn der Weib schwach ist, dass er sich vor so aufdringlichen Jagdherrn schützen kann, dann will ich dem Mann sagen, mit oder ohne Dreschflegel, wo die Tiere ist. Und wenn sie wieder stark genug ist, soll sie zu dir zurückkommen. Jetzt komm mit! Über das hat noch immer ich zum Entscheiden. Ich bin der Mann. Du hast recht, du sollst das auch sein. Aber eins sage ich dir. Wenn dir die kleine Schandheit nichts mehr macht, dann wird dir die große morgen umschmeißen. Dann kann ich nicht mehr eingreifen. Und ihr wartet umsonst auf deinen Wagen, der sie zu mir zurückkommen bringt. Und jetzt komm und jetzt gehen wir! Nein, Vater! Vater, du musst zuerst wissen, was wirklich war. Da lies! Gabi! Gabi, was machst du da? Was? Gabi? So schlecht bist du? Die Gabi ist unschuldig! Angela, entschuldig mich. Ich hab mich geirrt. Der Schnurrer hat sich geirrt. Ich hab die Unrecht an. Nein, Vater! Vater, die Gabi, die will sie nur für meine Ehre opfern. Sag nicht, was du jetzt sagen darfst. Gabi, dass du noch so viel Ehre hast und dass du rechtzeitig möchtest, das zeigt mir, dass du dich vielleicht noch geirrt hast und auch nicht so ein schlechter Mensch bist. Vater, es ist alles anders. Dem Geschriebenen glaube ich mehr als dem, was die Leute sagen. Dass die Gabi jetzt unschuldig wegen mir leiden muss, das ist wohl meine größte Strafe. Gabi, ich bitte dich, verzeih mir. Vor der Quartier, der Scheck steht vor der Tür, wir können los. Bertel, da lies, da schau. Lies einmal, lies das! Das hat wer anders geschrieben und nicht die Gabi. Aber das Bussel, das Bussel, das hat die Gabi gekriegt. Da, da steht's. Das hat wer anders gesagt und nicht die Gabi. Was? Die Gabi gibt's aber auch zu, Bertl. Da, schau. Dann willst du schon wissen, warum. Was? Du glaubst noch immer nicht! Da! Nee! Wenn die Gabi mich, wenn sie so gern hat, noch nie so ein Puzzle gegeben hat, dann wird sie sowas auch nicht wie so einen wildfremden Stadtmenschen übrig haben. Weil wenn ich so ein seltenes Dirndl wie die Gabi kennengelernt hat, der weiß, dass man zu so einem Dirndl ein seltenes Vertrauen haben muss. Und das Vertrauen, das habe ich. Bertl! Bertl! Ich nehme die Gabi wieder zu mir zurückkommen. Wenn du freiwillig aus dem Dienst gehst, zwingen dazu kann ich dich nicht. Weil mein Versprechen halte ich. Ich gehe noch heute und wenn ich betteln gehen muss. Das Betteln ist nicht notwendig. Bertl, wenn du willst, kannst du heute noch bei mir einstehen. Herzlich gern.
Knecht. Ein Knecht ist er ein braver wie kein anderer. Aber für mein Hof ist er ein Unglück. Viertel, ich danke dir. Die Lieb hat nur ein Leben und das heißt Vertrauen. Und das siehst, dass du mir mit Recht vertrauen kannst, Bertel, so sag ich. Auch wenn uns das Schicksal nicht zusammenkommen lässt, so will ich, solange ich lebe, keinem anderen kehren. Dir, Bertel, kehren all meine Gedanken, dir bin ich gut. Gabi, ich hab dich ganz gern, ich lieb dich ganz fest. Ich kehr zu dir, für immer. Mitgeben und der gute Schiers Trinkgeld, weil er hat gesagt, er hat einen Wilden auf die Gabi. Nein. Ja, da hast du gut. Ja. Und von mir kriegst du auch das doppelte Trinkgeld dazu, wenn du es halt tust, wie ich will. Ja, das mache ich schon nicht so, um du es angekommen. So passt. So. Ich gehe jetzt die Lader holen und du steigst auch auf die Gabi ein Fenster auf, gell? Ja, wo ist denn die Lader? Da hinten in der Deindreh. Warte ein bisschen, pass auf, da, das kann er gehen. Ja, genau. Wo ist die Lotta? Sie ist nichts die Dendre. Nix? Ja. Mann, Josef. Wo ist die Lotta? Der Wind, der bringt sicher wieder weiter. Aber ich weiß nicht, so oft ich bei Schnurren mein Einlegtag kam, hat's was. Sagen wir mal, ist er vorher so kalt, dass er einer so miteinander gehauscht wird, aber das kommt so wie Hitze weiter. Und ein Holz davor so ein Ausweiden, als ein alter Mann wie ich bin, auch kein schönes Ding, nicht? Deswegen bleibe ich da beim Quatschieren. Da kann ich jetzt Flecken. Und die Hände, wenn kommen, die kennen mich auch. Mein Gott. Da oben schlaft die Gabi. Und ich werde mich da in den Friedlauchen niederlegen. Ich werde mich da einen Platz zusammenlegen. Ach, der Winterrauch, das wird einmal mein Feierabend. Das Hund, die Janka, das ist wieder mal mein Teilchen. Das ist vielleicht gut.
dann die Viehs rosten können. Da haut es nicht leicht den Regen. Da bin ich im trockenen Hitz. Da passiert mir nichts mehr. Ach, mein Gott, wie ich auch im Holderburg gewesen bin, bin ich immer auf der Straße geschlafen. Da bin ich Knecht gewesen. Oft habe ich den Stall drüber rauslegen können. Und da bin ich Oberknecht gewesen. Oberknecht. Da habe ich in der Kammer oben ein Bein gehabt. Und so ist das Leben. Man wird alt, die Kraft verlässt einen. So bin ich halt wieder. Ein Stall und fleißt auf die Straße gekommen. Und jetzt, wenn ich beim Schnurren meinen Einlegtag habe, muss ich in den Holz rausgehen, hinter die Baum. So ist das Leben. Und das hat ja jeder. Ob er es glauben will oder nicht. Einmal sein Schlafen in der Kammer, im Bett drin. Oft sein Lager im Stall. Und zuletzt sein Liegen auf der Straße. Und wenn sie einmal ein Haus hoch im Grab stehen oder ein vergudertes Kreuz drüber stehen. Ei, jetzt bin ich so richtig wie ihr. Dass ich umeinander gehe, meine alten Fies, meine Gestalten. Wenn jetzt ja weiterkommt, ich schlaf und ich schlaf, weil die ganze Welt ist ja so nur ein riesiges Narrenhaus. Gewiss auch noch. Wow. Da ist die Gabi am Fenster. Da tust du jetzt eine Hut auf. Ja. Sag ihm Hut, hä? Pass auf, dass die keiner hört. Ja, und du wolltest, dass die Leute nicht umfliegen. Bist du schon um? Ja, geht nicht so schnell. Ich krieg's Fenster nicht auf. Ja, druck auch im Herbst, sind sie eh nicht so fest zu. Obwohl, halt schon auf. Ja, schmeiß einen Hut. Ja. Hast du schon drin? Ist schon drin. Na, komm ab. Ja, ja. So, und die Lader? Die Lader bleibt da. Du verschwindest hier schnell und ich weiche den Quarz hier rauf. Ja, und ich schau, dass ich wo einen Strach auf dem Mann finde, weil mein Mori kommt weiter. Ich geh. Oh. Quarz hier! Quartier! Was war denn da jetzt? Die kommt völlig viel, ich bin reingekehrt. Aber es ist ja nicht genug. Ein weiter kommt auch wieder auf den Magen. Ich Was gibt's? Ah, der Anderl schläft da unten. Ja, was ist denn los? Wir haben jetzt angeklopft gehabt. Vater, du bist's. Was tust denn du beim Fenster da oben? Warum schlafst du nicht? Ja, ich meine, es kommt ein Wetter, Vater. Das Wetter kann doch nicht, ob wir da dich angeklopft haben. Da muss schon wer da vor ein Haus gewesen sein. Ich bin's gewesen, Vater Quartieren. Ja, Schnurre, was willst denn du da jetzt in der Nacht? Was gibt's? Ich hab ihn erwischt. Wen? Den Kronwild, den hab ich erwischt. Wo? Da, bei dir, auf deinem Hof da. Ja, was will denn der da bei mir jetzt auch schon? Muss ich wirklich meine Dreischmeidel reinlassen? Seit ein paar Nächten pass ich da schon bei dir aneinander. Weil ich hab was erzählen gehört. Und wenn der Kronwild sich was in den Kopf setzt, dann lass der nicht locker. Schnur, erzähl mir, was ist denn da heute wirklich los gewesen? Also, ich pass da in der Nähe. Da höre ich, wie einer mit der Lade daherkommt. Und zwei Stimmen. Die von der Gabi und die vom Kronwild. Von der Gabi? Ja, die Gabi, die hat immer gesagt, er soll die Lade weg tun, du könntest was hören. Aber er, der gnädige Herr, der hat immer nur von seinem Busel geredet. Und wo waren die Gabi, Schnurr? Die Gabi, die war da oben, für den Fenster oben. Und der Kronwild? Der Kronwild war da oben, auf der Lade oben. Tatsächlich, da ist wirklich ein Lord.
Wer den da hergestellt hat? Ja, den wird der hergestellt haben, der in Kronwald seinen Hut vergessen hat. Was willst du immer mit dem Kronwald seinen Hut? Du kennst ja den Kronwald seinen Hut. Keiner von uns Bauern hat dann so einen schönen, aufgehörten Hut wie der Kronwald. Freilich, ja, freilich kann ich den Kronwald seinen Hut. Und wie das auch war, wie der Kronwald der Augenweisen ist, da hab ich mich nachher nicht mehr da halten mehr. Ich pass da, schieß um mich ums Einkaufen auf die Lade und gleich, hey, Kronwald, so geht das nicht. Ja, und weiter schnurren? Ja, auf das rutscht der Kronwald vor der Lade runter. Lauf davon, ich lauf ihm nach und da sehe ich, der Kronwald hat keinen Hut am Kopf. Ja, vorher? Hat er einen Hut aufgehabt. Und wo ist jetzt der Hut? Ja, wo wird der Hut wohl sein? Ich hab da alles angesucht und gesucht. Ich find ihn einfach nicht an. Ich denk, ach, ist der in der Gabi im Zimmer drin. Das werden wir gleich haben. Ja, wart. Wenn du dein Hut da jetzt in der Garde im Zimmer drin aufhängst, gell? Kannst ich nachher zur Frau haben? Wenn du das nachher noch haben willst? Ja! Sicher will ich es haben. Aber über das reden wir später. Zuerst muss der Hut her. Ja, das ist ja ein Glückstag heute. Zuerst die Garde und hier schau ich einmal. Vielleicht hat sie ein Rech in der Schlinge gefangen. Das war ein Witz. Ich weiß nicht, ob ich den Vieh, wie soll ich, wenn Regen gehört, haben sie geredet. Meine Mutter, von der Lade haben sie was daher geredet. Für einen Hut? Ja, richtig. Die Lade steht richtig wieder da. Da hast du ein ganzes Knochen! Und jetzt schau, dass du rausgekommen bist von dir! Das ist so ein Graum, Jan! Wir waren den Sauberschen da! Schmeiß mich aus dem Glauben! So ein Graum, Jan! Was hat's denn mit der Arbeit gegeben? Ja, was hat's denn mit dem Bauern gegeben? Ja, das weiß ich nicht. Mir ist bei der Nacht nichts gut gewesen. Und da bin ich ein bisschen rausgegangen. Bin nachher auf der Stirn eingeschlafen. Und da reißt mich jetzt der Bauer auf, schafft mich aus dem Haus und schmeißt mir mein ganzes Gewand nach. Ja, wieso denn? Das weiß ich nicht. Er blärt nur die ganze Zeit. An allem ist nur der Bertel schuld. Und? Aber der Bertel, der ist ja gar nicht mehr im Haus. Und wenn er was gemacht hat, dann soll der Bauer mit meinem Buben das selber ausmachen. Aber nicht mir aus dem Schlaf reißen. Ach, so ein Saubauer. Ja, und viel geschlafen hat er die auch. Warte, wenn ich aufgekommen, dann schauen wir es an. Und wir? Nein, habe ich mir gedacht. Wenn jetzt der Bauer grob auch noch wird, ist sowieso schon gefällt. Und mein Schlaf, den habe ich von unserem Herrgott gekriegt und den lasse ich mich von so einem Bauern auch nicht nehmen. Wie du los, wie der da drin bläht, der Katzin, der trat dir durch. Soll ich schauen, wenn ich aufgekommen und ich fällt ein? Da bist du drauf, wart du! Ja, ja, bei so einem feinen Stadtherrn, sein Hut haben sie Geistern. Oder vorgestern, oder heute, oder morgen. Oder was weiß ich, wann in der Gabi im Zimmer gesucht. Bin ich schlafen. Oh, ich will das Ganze gar nicht so mitkriegen. Weißt du was, Annerl? Und außerdem geht's mir auch gar nichts an. Mein Hut und mein Bett ist es nicht, was sie gefunden haben. Weiter können wir auch, oder? Das tut mir nichts mehr. Vorhin hat mich der Bauer rausgeschmissen und die hinter die habe ich für mich aufgesperrt und dann gehe ich rein und schlafe weiter.
nichts mehr zu suchen. Und zu deiner Schwester gehst du auch nicht. Das tue ich ja nicht. Du gehörst nicht unter den anständigen Leid. Was tust denn du da bei mir jetzt in der Nacht? Ich muss dir sagen, dass der Schnur ein ganz schlechter Kerl ist. Weißt was, du bist ein schlechter Kerl. Du hast mitgeholfen, dass der da drin jetzt ein Schandtieren worden ist. Ich bin kein Schandtieren. Nein, nein, ein braver Bauerntieren bist. Nur das eine Unglück hast, dass in deiner Kammer da drin Nacht die Männer hier gewachsen. Ich weiß auch nicht, wie der Hut in meinen Sturm gekommen ist. Der Wind wird deine geschmissen haben. Es kommt gerade weiter und da fliegen die Männer hier in der Gegend herum und so die Dirn da rein in die Fenster. Die Gabi ist unschuldig. Das Ganze ist nur eine feste Lüge vom Schnurrer. Nicht sein erste und nicht sein einzige. Rein nicht. Du hast mir noch keine Lüge aufgebunden. Du hast da gar nichts mehr zu suchen. Schau, dass du weiterkommst. Schau, dass du weiterkommst. Und zupf dich da vor mein Hof. Meine Unschuld wird schon noch deutlich werden. Aber dann ist es spät. Heirast den Schnurrer? Nein. Nein, tausendmal nein, nochmal nein, ich bin dem Bertel gut. Dann geh. Das wäre der einzige Grund gewesen, dass er den noch ein paar Wochen bei mir da gehalten hat. Den Schnurrer heirate ich nicht und auch keinen anderen. Das bin ich dem Bertel schuldig. Jetzt hör auf! Hör auf von deinem Knecht. Schau, dass du weiterkommst. Schau, dass du vom Hof kommst. Ich will dich nicht mehr sehen. Wer so ist wie du, von dem war es besser. Er lagert wohl im Wasser oder gar schon unter der Erde. Vater, weißt du, was du da sagst? Dass du das Wort nie bereuen sollst, das wünsche ich dir. Vierte. Gabi, bleib. Da gibt's kein Blei mehr anderen. Jetzt niemand. Lass mich. Gabi, warte, ich muss mit. Oh mein Gott, das geht so schwer. Das könnte wieder junge Fies brauchen. Das sind Sachen. Nur Schlechtigkeiten rund um mich. Vater Quatzi, ein bisschen auf! Was willst denn du da schon wieder? Schau, dass du weiterkommst, verschwind! Ein Brief vom Gott, der dein Schwiegersohn habe ich mit. Jetzt in der Nacht? Wird ich schon morgen. Ich hör den Brief. Den lese ich drin beim Licht. Und ich war draußen, bis du ihn gelesen hast. Aber ohne Sorge da. Nicht da auf meinen Hof. Ich war schon mal draußen. Weil das Wetter wird besser. Und jetzt hast du vorsichtig sein. Seitdem ich weiß, dass der Schnurrer an Kronwald mit dem sein Hut am Bären aufbinden will, seitdem hast du vorsichtig sein. Und wenn ich den Schnurrer erwisch, den binde ich am Bären aufs Kreuz, dass er sich beim nächsten Kirchtag nichts mehr blicken lassen braucht. Stoffel! 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 Bertel, ist es wahr, dass dein Kronwald gestern Zeichen ins Haus gebracht haben? Ja, gestern um 10. Zuerst hat der Kronwald mit der Ochsenwirt eine heimliche Geschichte anfangen wollen. Das hat den Ochsenwirt nicht so ganz taug. Die hat ihn gründlich vertrauschen, in der gleichen Nacht hat noch der Doktor kommen müssen und den Kronwald haben sie bei uns verbunden und in die Stadt eingebracht. Dann kann der Kronwald ja gestern gar nicht bei mir da gewesen sein auf Nacht. Ja, das war er ja gar nicht. Zuerst hat er bei der Ochsenwirtin eine Bolz und eine geplagt. Und dann hat ihn der Ochsenwirt so vertrauschen, dass der Doktor kommen hat müssen und ihm den trockenen Haxen, den austrauten Arm und den eingeschlagenen Schädel zusammenflicken müssen. Stoffel, steh endlich einmal auf!
Weil weit gar keiner aufstehen von den Dienstbauten. Und wieder komm. Das Wetter schaut schon dahin führen. Es wird schon hell. Und kein Mensch will aufstehen. Und wie der Kronwald so bei uns da gelegen ist, hat er uns erzählt, dass der Schnurrer von ihm den Hut verlangt hat, damit der Gabi was Blödes angestellt werden soll. Das Leid nur so grenzenlos schlecht sein können. So grenzenlos schlecht. Und ich hab gedacht, ich komm gleich umgerannt, dass die Gabi von der ganzen Geschichte nichts zu wissen braucht. Die Gabi weiß schon alles. Wie könnte man den Schädel runterreißen? Aber wenn die Gabi eh schon davon weiß, dann kann sie in Ruhe weiterschlafen und mir erzählen ihr die ganze Geschichte morgen in der Früh. Bertel, die Gabi schlaft nicht mehr. Sie ist fort. Fort? Ich hab den Kronwild sein Hutrennen gefunden und hab sie in der gleichen Stunde rausgeschmissen. Ausgejagt hast die Gabi? Das hast du tun können? Mein Gott! Ich hab die Sache wie ganz andere Augen sehen müssen. Ich war im Zorn. Der Mensch, wenn der Mensch in Zorn ist, da wird er blind. Bertel, ich bitte, such die Gabi. Ich geh suchen. Sie wird ja bei der Ochsenwirtin sein. Du, Herr Bauer, wann war das Ganze eigentlich? Von Nacht, gestern. Es war gerade so, gerade wie es weitergekommen ist, um der Zeit war's. Aber eine Sorge, die Bertel, bei ihrer Schwester wird es nicht sein. Warum nicht? Ich hab's ihr verboten, dass es dorthin geht. Das hast du tun können? Das eine sag ich da. Wenn der Gabi was passiert, das verzeiht ihm mein Lebtag nicht. Aber jetzt hast du auf zum Suchen. Bertel, such die Gabi! Steht's da alle auf! Was ist denn los? Werdet da munter! Helft's zusammen, ich brauch euch! Alle müssen helfen! Halt mal zaum! Wenn ich das noch wieder gut machen kann. Und ausrosten. Du musst weiter so rennen, dass ich am Weg zusammenfallen stirb. Das wissen wir wohl auch nicht antun wollen. Lass mir meine rosten. Komm mit dir rein. Ich weiß schon, wo du hin willst. Andel, was kannst denn du schon wissen? Oh, ich bin selber einmal in so einem verzweifelten Loch gewesen. Und weiß, wohin es ein Menschen treibt. Dann halt über sich selber verliest, mein Lieber. Ich weiß, wo die meinige, die ich damals so gern gehabt haben, da über die Wand und die Klamm habe ich gesprungen ist, weil sie Mutter wollen nicht holen. Und auch so einen narischen Vater gehabt hat, der keine Einsicht kennt hat und keinen Verstand gehabt hat. Du, ich sag dir, das war damals ein harter Tag. Und der Tag hat eine lange Hand gehabt. Und noch heute greift er nach mir und mein Herzen. Und das sind schon 50 Jahre her. Ja, und was willst du jetzt, Annel? Aufpassen, Wülli, aufpassen! Annel, bitte lass mich! Dann geh ich mit dir! Ja, wenn du aber nicht gehen kannst! Ja, dann stirb ich auf dem Weg. Das wissen wir wohl auch nicht antun, dass man ganz allein sterben lässt und nicht einmal die Augen zudrückst. Annel, bitte hör auf! Schau, Gabel, komm her, Gabi, schau. Schau, ich weiß nicht, ob es für einen Strohhaufen ich einmal sterben muss. Aber ein Strohhaufen ist es. Das ohne ist sicher. Ein Ernte, das mein daheim gehabt, wie ich gearbeitet habe und heute 2 Jahre alt bin, nicht mehr arbeiten kann, und ich kann auch mal über den Kopf. Und gehe von Haus zu Haus, weil die Mama ist arm und hat kein Arm ein Haus. Und von allen Tagen, die ich noch leben kann, kommt keiner mehr, auf den ich mir so richtig freuen kann. Und trotzdem warte, bis mir unser Herrgott aus dem Leben zurückruft.
weil der mich geschickt hat, der soll mich erholen. Weil selber gehe ich von deinem bloß nicht weg, auf deinen gestellt bin. Und der ist noch so gering und hasch. Ich kann aber das Leben nicht mehr ertragen. Schau, Gabel, lass mich nicht hinter deiner Leiche nachgehen. Tu mir nicht das an der Hand. Schau, du siehst dir bei mir, Gabel, wie viel das mit dem Leben ertragen kann und ertragen muss. Wenn man am Leben bleiben will und am Leben bleiben muss. Schau aber, der Baum wartet im Herbst da, bis der erste Reif kommt und schmeißt seine Blattli an. Das Maus im Wald wartet geduldig, bis der erste Schnee sein weiße Decken drüber liegt. Die ganze Natur wartet ihr Zeit an. Nur der Mensch ist so schwach, dass er auf und davon rennen möchte, wenn ein bisschen schwarze Wolken kommen sich. Die Lieder haben es mir verboten. Mein ausständigen Namen haben es mir gestohlen. Mein Vater ist gegen mich. Meine Schwester versteht mich nicht. Ich kann nicht mehr leben. Und was soll der Bärtl sagen, wenn du so alles einmachen willst? Der Bärtl, Anna, der hat eh mit seinem Eltern genug. Wenn ich nicht mehr bin, dann ist es für ihn auch leichter. Jetzt sollte der Bärtl vielleicht den Grab nachschauen. Was soll denn schon sagen oder denken? Schau, Annel, ich bin im Finstern im Wald umeinander gegangen. Wie leicht kommt man da vom Weg ab, sehe ich nicht, wo man hintritt, stolpert. Und oh, wie geht's? Über die Wand in die Klamm. Und vorbei ist alles. Und die anderen Leute? Die Leute vergessen schnell. In ein paar Jahren wächst groß über mein Grab. Und mit dem Gras wachsen andere Leute in Tee. Ein paar Jahre, nicht mehr als ein Atemzug von unserem Herrgott. Und von uns allen redet und weiß kein Mensch mehr was. Trauli, wächst einmal groß über alles, was auf Erden war. Aber deswegen ist auch nicht notwendig, dass wir das Gras, was über uns einmal wachsen soll, selber vor der Zeit anbauen. Ja, Annal. Was soll ich denn? Was kann ich denn tun? Wenn du glaubst jetzt, dass du mich für was für Schule bist, was ich für dich hab tun können in deinem Leben, dann schenkst du mir ein paar Stunden für dein Leben. Nicht mehr wie ein paar Stunden, weißt du? Bis die Sonne da hinter dem Berg wieder der Vierer kommt und die Leute zu seiner harten Arbeit aufstehen und dann deinen Tag mit frischen Augen anschauen. Wo die Ohrbräser wachsen und einziehen wir. Wo die Ohrbräser wachsen und einziehen wir. Hörst du, Gretel, das ist ja nur ein armer Dienstmensch, der im Leben nichts Gutes hat. Und trotzdem freut sie sich und sind gern. Annel, ich danke dir. Komm mit deiner Tagabel. Und schlaf und dreh dich gut aus, Kind. Ganz was anderes gefunden. Was hast du? Das werde ich jetzt den Bauern erzählen. Was hast du gefunden? Dein Schnurrer und die Jäger von Wald geführt. Angeblich hat er Schlingen gleich. Und das ist jetzt alles aufgekommen. Ja, weißt du, Annerl, ich selber habe einmal einen Rehkamm angefunden in einer Schlingen und einen Sonntag zur Jäger führen müssen. Aber hier jetzt haben sie ihn erwischt, den Schnurrer, den Wildtier, den Alleinigen. Und hoffentlich bringen sie ihn vor Gericht. Hoffentlich. Ja, und der Bauer hat die Suchen geschickt.
Der Bauer, der sitzt da drin in der Stube und rührt, als wie der Bach, denn was das früher ja war, so zugegangen ist. Der Quarzin rührt! Juhu! Arnold, was brauchst du da juchzen, wenn der Bauer rührt? Ich juchze nur, weil die Gabi schon gefangen ist. Was? Die Gabi? Hast du noch gefunden? Ja, kann schon sein. Wo hast du das denn? Da in meinem Buckelkörb drin. Na, schau mal. Einmal. Gabi! Gabi! Arnold, du Lungschimmel! Da ist ich gar nicht drin. Stoffer. Wenn du so groß warst, bis du hinter einmal dumm bist, kannst du direkt den Mann jetzt ein Puzzle geben. Wie ist auch noch? Was? Ich und dumm? Du, Arnold, du weißt wohl nicht, was ich mir jetzt denken darf. Der Bürgermeister selber hat's mir erlaubt. Und was ich mir denken darf, das denke ich mir auch. Da kannst du tun und machen, was du willst. So schaut's aus. Der Stoffel redet einen Scherz zusammen. Ich muss jetzt schauen, was mit der Gabel ist. Ich muss schauen. Wenn der Bauer so weit ist, dass er seine eigene Tochter suchen lässt, oft werde ich mir die Rechnung mit ihm auf gleich bringen. Damals hat er mich da beim Brunnen anbinden lassen. Und heute ein Petit da und lassen zappen in der Köpfe und die Dates. Arnold, ich hab gehört, dass du da bist. Weißt du was von der Gabi? Das kann ich von ihr schon wissen. Du bist ihr ja nach, wie es damals fort ist. Mein Gott. Wie weit kann ich mit meinen alten Fies die Jungen dritten auch, die von daheim fortmünd? Ich hab mich in der Weg niedergesetzt. Dort habe ich mich umgedreht und bin zurückgegangen. Du hast also nichts mehr gehört von der Gabi? Nein, nichts. Ein Tuch lässt da beim Bauch hinten gehängt bei der Klappe und schon mal auf. Das kann ich eigentlich nichts sehen. Wirklich? Beim Bauch, der was von der Klamm rauskommt? Ja, schauen. Ja. Zeig mir mal das Tierchen. Ja, vielleicht ist es gar nicht von der Gabi. Vielleicht hat es ein fremder Mensch dort liegen gehabt, der sich die Fies gewaschen hat. Das ist das Tierchen, was die Gabi von der Angel gekriegt hat. Mein Gott, wie kannst man sowas antun? Hängt schon am Baum. Jetzt hast du meine Zappeln tun. Arnold, was ist, wenn die Gabi in die Klamm gesprungen ist und sie ist unschuld? So? Unschuldig ist sie auch noch? Boah. Mein lieber Vater Quarzien, bei solchen Sachen musst du mit dem Verzeichnen viel schneller sein und mit dem Fangjagd viel langsamer. Warum? Warum habe ich den Schnur alles glauben müssen? Ja, was wird für einen Bauern mehr gilt, als wie die Reihe für einen alten Knecht? Warum? Warum habe ich die Gabi nicht dem Bertel gegeben? Weil der Bertel du ein armer Knecht ist und der Fleiß ist die Knecht, dass du einen Zehnten Teil für dein Wert, weil so ein schlechter Bauer wie der Schnur gelten muss. Arnold,
Was soll ich tun, wenn es niemand lebt? Ja, ich weiß schon, was da zu machen war. Ja, ja, ich weiß schon. Was? Mir in dein Haus nehmen und mit dir da holen. Mit dir da holen? Was willst du mit ein? Das verstehe ich nicht. Ah, siehst du's? Da packt ihm freilich gleich der Bauernschreck, wenn er von Dahlen hört. Aber fürchte dich nicht, Quarzieren, fürchte dich nicht. Um deinen Hof und um dein Geld ist mir jetzt nicht mehr. Ändern mal, ist mir helfen können. Aber jetzt, ob ich als Gmundarmer oder als Bauer in der Dein lieg, das macht mir nichts mehr aus. Und meine Töchter? Naja, die Anja gehört dir. Und die Gabe gibt's mir. Bauer, ich bin bergauf und bergab gegangen. Aber gefunden habe ich nichts. Du wirst es auch nicht mehr finden. Warum nicht? Sie ist tot. Tot? Die Gabe ist tot? Wann ist aus mit mir? Pitz heißt ein Quarzchen losbinden. Das macht der Bärtl am Blödsinn. Bertel. Da, Bertel. Bertel, ich will, dass du wieder zurückkommst zu mir. Auf meinen Hof. Ich will dich nicht als Knecht. Ich will dich halten wie mein eigener Schwiegersohn. Wenn die Gabi nicht mehr lebt, dann brauche ich keinen Schwiegervater und keinen Hof. Ein Bauer. Der ganze Hof war für mich eine Krankenstube und die ganze Gegend ein großes Spital. Was? Du willst nicht, Bertel? Ich will nur fort aus der Gegend, wo ich alles gehabt habe und alles verloren habe. Brauchst nicht erfahren, Herr Bertel? Ich bring dir eine, der will, dass du bleibst. So, Vater Quarzhirn, wenn die Gabi jetzt mir gehört, oft gebe ich meine Tochter am Bärtl als Frau. Gabi! Ich danke dir tausendmal. Komm, Bertel, das müssen wir feiern. Ich kann es noch gar nicht glauben. Und ich muss mich niedersetzen. Die Aufregung jetzt und die Sucherei. Nein. Da, wo du es mitmachst. Nur einmal möchte es her. Gott sein, und wär's nur für eine Stunde, es tät mich gar so sakrisch gefreien, wenn ich's wenn helfen kommt, tät zwei an armen Hasche gefrieren, die Kinder schreien ums Brot. Müsst jeder reiche Kulten spüren und auch die Hungersnot. Dann wird's bald warm, denn reich und arm, das gleicht sich ganz schön aus, ja. Dann war die Welt kein Narrenhaus, dann war die Welt kein Narrenhaus. Der Beifall zeigt mich freundlich an, dass ich noch singen soll.
Und dass mein Liedl euch gut gefällt, das tut mir gar so wohl. Ich sieh daraus, dass der rechte Spruch auch jeder gut versteht. Und wer jetzt glaubt, das Stück wär aus, den schick ich ins Narrenhaus. Als Bürgermeister möchte ich alle recht herzlich begrüßen. Bravo! Besonders freut es mich aber als Vater, dass ihr zur Verlobung von Bertl und der Gabi kommen seid. Bravo! Mein bester Dank gilt aber dem Annerl, der, was meine Gabi wieder ins Leben zurückgeholt hat. Lieber Annerl, von heute an bist du mein bester Freund. Bravo! Ja, ja, Vater Quatschiert, wie du mich damals am Brunnen in der Kälten hast anbinden lassen, und mir denkt, das soll ich da zurück. Ich hätte dein Haus anzünden können, wäre ein neues Aufbau gewartet. Aber wenn deine Gabi jetzt in der Klammern lagert, da kannst du aus den Stückchen keine eigene Gabi mehr zusammensetzen. Deswegen nehme ich deinen Dank schon an, ich, der Gemeinde Hermi, der Nullanderl. Und aus dem Schnurrerhaus mache ich jetzt Armenhaus. Ich will, dass kein Einleger mehr bei uns muss um einen Dank gehen. Und um sein tägliches Brot und um seine Unterkunft zu bitten. Bravo! Es soll einmal heißen, der Vater Quarz hier, der war ein strenger und ein sturer, aber er hat auch was Gutes machen können. Und Amal, du musst jetzt bei uns bleiben, weil ich nehme dich bei uns auf wie ein Vater. Denk an die Brunkheiten. Ja, die Brunkheiten, Gabi, die Brunkheiten. Du! Du bist jetzt freilich auf Herr. Und von mir nehme ich an, wird es jetzt auch dann eine Zeit lang wärmer werden und mir ums Herz ein bisschen. Und mir war es freilich nicht schade, ich bin ja so schon alt und ein Nullanderl. Du bist mein alles. Annerl, du warst mit mehr als mein Vater, der sich nie um mich umgeschaut hat. Ach Leidl, darfst du mich nicht übertreiben, darfst du mich nicht überloben. Schau, ich bin in der großen Welt. Bin ich nicht mehr als wie ganz ein kleines Stabkennerl. Nicht mehr als wie ganz ein kleines Nullerl. Wie es auch noch. Liebes Publikum, das war's. Ein Nullerl. Mit dem Stefan, der mit seiner Harmonika im Takt gekonnt eröffnet hat, den zweiten Akt. Hanni und Nanni kredenzten beim Wirten den Wein
und handelten sich Grabscher für die Geister bei ein. Der Jammerer Hans muss dringend ins Spital, fies und hängt dann sakrisch schwer auf einmal. Der Kraller Hirs hat gar einen Gasbock gestohlen, nur weil er für ein paar Monate in Häfen hat wollen. Der Gmordiner Schein steht für Gerechtigkeit und sortiert die Falschen für die ehrbaren Leute. Herr Kronwild wiederum zeigt sich nicht fad und hat die Dirndl den Kopf gern verdraht. Freund Hühnergold glaubt auch ihm links zu füßen und muss mit der Watschen seine Zuneigung büßen. Die Antler spekuliert auf einen gar noblen Herrn und kommt über seine Falschheit letztendlich zum Rehren. Wirt Gutjahr hat mit seinem Weib rechts gescher, ein erdloses Gespusi rammt seine Gastwirtschaft leer. Hinterlistig will's Bauer Schnurrer erzwingen und die Gabi doch als Frau auf den Hof zu bringen. Die Gretel liebt Hormli, hätte der Bussel so gern. Nur wann der Stoffel sie traut, steht in den Stern. Der Stoffel sei dumm, das geht ihm zu weit. Aber jetzt darf er denken, dass er ja eh gescheit. Wird nachts vom Schlaf ausgerissen und samt dem Gewand bei der Tür ausgeschmissen. Der Bärtl ist verzweifelt, sein Lieb darf nicht bestehen, drum muss er vom Hof des Quarziens agieren. Die Gabi verlässt in ihrer Verzweiflung das Haus und dreht sich beim Nullannerl ihr Herzeleid aus. Vater Quarzien mischt sich der Ehrwegen ein und will Richter über seine Töchter gleich sein. Herz sitzt am rechten Fleck. Trotzdem wird er behandelt wie der letzte Dreck. Aus Wut wird der Arme am Brunnen angekettet und sein Liegestock ist nicht warm grad gebettet. Wir Menschen gelebt haben, vor gut 100 Jahren. Damals war schwer, sein Schicksal zu umgehen und die Chance klar, auf eigene Füße stehen. Danke. Es scheint, das hat Ihnen auch sehr gut gefallen. Geben Sie uns aber auch Applaus für unsere Technik, Licht und Ton, die Barbara Langmann.
Film ab. Kameramann Josef, Jürgen Gruber und sein Assistent. Applaus auch unseren Bardamen. Applaus und ein besonderes Danke für seine große Geduld, unser Regisseur Hans Noack. Liebes Publikum, es ist immer was Besonderes, eine Premiere ist für die Schauspieler immer das Schwierigste, aber auch das Schönste. Für mich war es wunderbar, mit dieser Gruppe zu arbeiten, mit der alten Garde, mit dem Obmann, mit dem wohlbekannten Mittelalter und auch mit den begabten Jungen. Wir haben es gedacht, dass es 11 wird, wenn ich da stehe, gell? Aber das Nullerl kann man eine Kürze spielen, noch dazu, weil man Vorspann und den Nachspann dazu schreibt. Aber jetzt bleiben Sie dieser Theatergruppe gewogen, bitte. Und kommen Sie nächstes Jahr wieder, weil diese Theatergruppe hat heuer mit dem Nullerl ein starkes, ein kräftiges Lebenszeichen wirklich war gesetzt. Danke. Danke für Ihr Kommen. Danke auch an alle unsere Sponsoren, die uns schon seit Jahrzehnten unterstützen. Wir haben es da auf den Plakaten auch namentlich angeführt. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns. Wir haben draußen Brötchen für Sie, die spendierten das Kaufhaus Tschuchnik, Fleischerei Fritz und Bierkofs Bräterkleber. Wir spielen das Nullerl morgen. Samstag, nächste Woche, Freitag und Samstag und übernächste Woche auch, Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr und traditionell zum Palmsonntag die Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr. Wie gesagt, bleiben Sie noch bei uns, feiern Sie ein bisschen mit uns, würden uns freuen und wünsche allen noch einen schönen Abend. Warte, 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 warte! Nächstes Mal!